dann wiederhole ich die Begrüßung nochmal, diesmal mit Mikrofon. Herzlich willkommen zum OB-Casting 2012 für die Oberbürgermeisterwahl 2013 der Piratenpartei Wiesbaden. In den letzten Wochen hatte jeder Einwohner und Einwohnerin Wiesbadens und auch darüber hinaus die Möglichkeit, Kandidaten vorzuschlagen. Letztendlich haben sich jetzt vier Menschen bereit erklärt, als Oberbürgermeisterkandidat für die Piratenpartei zur Verfügung zu stellen. Das ist einmal Hans-Jörg Tangemann, Robert Krause, Markus Klöß, Oliver Peters. Jeder der vier hat einen Fragebogen ausgefüllt, der auf unserer Homepage anziehbar ist und herunterladbar ist. Und wir haben auch eine Synopse erstellt, den wir gerade verteilen. Da sind alle Antworten nochmal nebeneinander zum Vergleichen ausgedruckt. Ich stelle kurz vor, was wir hier heute geplant haben. Jeder der Kandidaten hat im Anschluss 2 Minuten Zeit für eine kurze Selbstvorstellung. Wie alt er ist, was er beruflich macht und so weiter. Danach gibt es ein kleines Aufwärmspiel. Danach kommt die Fragerunde. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und jeder hier im Saal hat die Möglichkeit, schriftlich Fragen einzureichen. Dazu haben wir Karteikarten vorbereitet, die liegen da vorne am Christoph. Kann jeder sich nehmen und Fragen draufschreiben. Für die Fragerunde sind ungefähr 30 bis 40 Minuten vorgesehen. Danach hat jeder Kandidat nochmal Zeit, 2 Minuten für ein kurzes Abschlussstatement. Danach ist Open Mic. Das heißt, jeder kann da vorne zum Mikrofon gehen und selber noch einmal Fragen an den Kandidaten stellen. Im Anschluss daran machen wir ein Meinungsbild. Also die Kandidaten werden auf dem außerordentlichen Kreisparteitag am 9.9. im Tattersaal gewählt, beginnt 10 Uhr. Und danach im Anschluss an das Open Mic machen wir ein Meinungsbild. In welcher Reihenfolge die Veranstaltung heute dem Kreisparteitag Kandidaten empfiehlt. Das können wir entweder offen machen, Hand aufheben oder in geheimer Abstimmung. Wie wir es machen, können wir dann nachher noch entscheiden. So, ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an jeden Kandidaten. Jeder hat 2 Minuten Zeit für eine kurze Selbstvorstellung. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist. Hört ihr mich? Ja? Mein Name ist Oliver Peters, ich bin 48 Jahre und seit 28 Jahren lebe ich in Wiesbaden. Mein Beruf ist freiberuflicher Astrologe, Lebensberater und Sterbebegleiter und Seminare und Meditationsgruppen leite ich. Und warum ich heute hier bin, ist, weil Günni mich gefragt hat, ob ich mich nicht hier bewerben möchte als Oberbürgermeisterkandidat. Das hier ist meine Tochter Sky. Und ich habe noch einen 16-jährigen Sohn und wir leben hier im Wiesbadener Westend. Und ich bin sehr erfreut, hier diese Chance wahrnehmen zu dürfen, hier bei euch jetzt mich hier vorstellen zu dürfen. Ja, schönen Tag an alle. Mein Name ist Markus Klöß. Ich bin 44 Jahre alt, bin gebürtig in Wiesbadener und arbeite seit 15 Jahren mittlerweile für eine pädagogische Praxis. Will ich jetzt keine große Werbung machen, therapeutisches Arbeiten, Erziehung mit Kindern, Umgang mit den Schulen, das sind so meine Hauptschwerpunkte. Und gerade weil ich mit den Ämtern und den sozialen Bereichen sehr viel zu tun habe, die Stadt schon sehr lange kenne, ich mitbekommen habe, dass ein OB-Kandidat gesucht wird, mit Piratenpartei am herzlichsten war, am transparentesten, dachte ich, da müssen wir dabei sein. Danke euch. Ja, mein Name ist Robert Krause, ich bin 27 Jahre alt, wohne seit 23 Jahren in Wiesbaden bzw. in der Umgebung, arbeite als Systemarchitekt, also technischer Berater bei einem internationalen IT-Unternehmen und studiere nebenbei Informatik hier in Wiesbaden. Ich drehe mich mal ein klein bisschen rum, weil ich um die Brücke zu drehen möchte. Hans-Jörg Tangemann hat auch gefragt worden, ob ich kandidieren möchte. Und ich habe eigentlich gesagt, was mache ich eigentlich? Ich habe Besseres zu tun. Es sind aber verschiedene Dinge passiert inzwischen, die ich einfach nicht mehr tolerieren kann. Ich bin zurzeit für die Firma Osram tätig, Nachhaltigkeit, effiziente Energie und auch Compliance als Unternehmensberater. Und gewisse Dinge stören mich einfach. Und was mich am meisten stört und der Hauptgrund war, warum ich jetzt hier sitze, wie klaglos die Wiesbadener verschiedene Dinge einfach hingenommen haben.
Ich möchte als erstes Beispiel einfach mal das Wasser anführen, dass es eine kartellrechtliche Untersuchung gibt und die Wiesbadener Bürger lassen es geschehen, dass in einem Handstreich eine Firma ausgegründet wird, um Wasser nicht mehr auf Kosten, sondern auf Gebühren abzurechnen und dadurch nicht mehr dem Kartellrecht der Bundesrepublik Deutschland zu unterliegen. Da hat es bei mir klack gemacht und ich habe gesagt, das ist etwas, was ich nicht mehr tolerieren kann. Da muss ich endlich mal aus Notwehr etwas tun. Und deswegen, unter anderem, sitze ich heute hier und möchte Sie davon überzeugen, dass ich für die Piraten, deren Ziele ich zu 90% teile, der richtige Kandidat bin. Ein Ziel noch, wir haben eine Wahlbeteiligung gehabt von 28%. Das schicke ich mal voraus, diese Zahl bei der letzten UB-Wahl. Mit Pauken und Trompeten hat unser jetziger UB gewonnen mit knapp, ich glaube, 80%. Aber nur von den 28, wenn wir es schaffen können bei der nächsten UB-Wahl, nur 30% zusätzliche Wähler zu gewinnen, hat jeder Kandidat eine Chance. Das ist mein Ziel, weswegen ich hier sitze. Wenn wir am Ende 15% nur zusätzliche Wahlbeteiligung haben, haben wir für unsere Themen Leute begeistert. Das ist mein Ziel. Danke. So, danke für die kurzen Statements. Wir kommen jetzt zum Aufwärmspiel. Ich nenne einige Begriffe und ich möchte jeden Kandidaten bitten, mit ein, zwei Sätzen spontan zu sagen, was ihm dazu einfällt. Wiesbaden 2030. 2030 war das? Wiesbaden 2030. Ja, da fällt mir spontan gar nicht so viel ein, denn ich denke einfach, wir haben aktuell noch so viele Dinge, die wichtiger sind und viel konkreter, als irgendwelche Luftschlösser so weit in der Zukunft zu bauen. Es hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, ob jetzt ein Piratenbürgermeister gewählt wird oder nicht, was sich bewegt bis 2030. Aber die Vision seht ihr ja alle im Fragebogen, die wir haben. Und für mich ist es einfach das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben und den Bürgern viele Leistungen, vor allem auch bezahlbaren Wohnraum bieten zu können. Und für mich wäre die Vision, die in einem Satz, jeder Wiesbadener trägt ein T-Shirt, ich übertreibe natürlich, auf dem steht drauf, wir sind Wiesbaden. Und ist wieder stolz drauf, in dieser Stadt zu leben. Das wäre schön. In 2030 sehe ich so, dass Wiesbaden autofrei ist, dass die Innenstadt vor allen Dingen von regionalen Geschäften und regionalen Unternehmen geführt wird und nicht von globalen Unternehmen, die unsere Stadt hier mehr und mehr einnehmen und dass vor allen Dingen die Menschen erkannt haben, Selbstverantwortung zu übernehmen und jeder Einzelne erkannt hat, dass er mit seiner Stimme mitbestimmen kann, mitgestalten kann. Und das sehe ich als Vision für 2030. Na, bei so viel Applaus wie Ihnen jetzt wird es für mich schon schwierig, also 2030 als Vision zu verpacken. Stimmt, Leute. Ich sehe es schon so, dass in Wiesbaden sehr viel passieren muss. Ich sehe es in den Schulen, in den Kita-Plätzen. Ich sehe auch in der öffentlichen Meinung, dass viel zu wenig wirklich Meinung gelebt wird. Ja, die Wiesbadener neigen sehr dazu, wie das schon meine Vorredner auch festgestellt haben. Naja, gut, wir sind eher etwas ruhiger und halten uns so zurück. Aber das ist auch so ein bisschen der Charakter von den Wiesbadenern. Ich denke, Wiesbaden muss man auch ein Stück weit abholen. Und meine Vision für 2030 wäre einfach eine tatsächliche Transparenz, weil, wie oft kriege ich jetzt als Bürger in Wiesbaden mit, da wurde eine Entscheidung gefällt, ich nehme mal HSK oder Platz der Deutschen Einheit oder die Rhein-Main-Hallen und ich erfahre dann im Grunde erst von irgendwelchen Listen, auf denen ich dann meine Unterschriften abgeben kann, dass ich dagegen halten sollte. Aber mein Grundrecht ist doch eigentlich, mich vorher schon zu Wehr setzen zu können beziehungsweise informiert zu sein. Und das, denke ich, das sollte in Wiesbaden definitiv geändert werden. Also viel mehr Information und Transparenz. Dafür sprechen sich die Piraten aus. Das hat mich auch beflügelt mitzumachen. Und ich denke, das brauchen die Leute. Die Inhalte, wie das umzusetzen ist, muss ich hier ganz ehrlich sagen, da fehlt mir einfach noch viel zu viel Erfahrung, um das jetzt hier so breit rund zu tun. Aber ich denke, ein entscheidendes Kriterium wird sein, ein gutes Beraterteam aufzusetzen, das sich dann gemeinsam an die jeweiligen Themen setzt und sich wirklich damit konstruktiv auseinandersetzt. Und wie auch meine Vorredner schon gesagt haben, also ein Wir sollte entstehen und eine Transparenz. Ich habe mal eine Frage vom Bild. Könnten wir den Tisch noch ein bisschen aufklappen oder geht das nicht mehr? Weil ich finde es immer unangenehm, das ist schwierig. Geht nicht? Technik? Doch.
Könnten wir das noch so ein bisschen einfach... Sack, stopp, ja? Geht noch? Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Stichwort. Sehr gut. Transparenz. Transparenz fängt bei jedem Einzelnen an. Transparenz ist eine Herausforderung, die jeder Mensch sich erstmal selbst stellen sollte, sich seinen eigenen Schwächen und Stärken zu stellen und bereit sein, sich zu zeigen, so wie er ist. Und deswegen, wenn ich selbst bereit bin, transparent zu sein, dann bin ich auch bereit zu fordern, politisch oder bürokratische Transparenz. Und wenn man das ins politisch-bürokratische überträgt, dann ist es natürlich unbedingt notwendig, dass die Menschen der Stadt sehen, wer gestaltet, wie gestaltet wird, was für Abläufe da sind, sowohl finanziell als auch bürokratisch. Und das wünsche ich mir sehr, dass die Transparenz von Anfang an entsteht und zum Beispiel eine Planung von einem Projekt wirklich im Voraus transparent dargestellt wird, dass jeder sich eine Meinung bilden kann und dass diese Meinung auch gewollt ist und gesehen wird und dass jeder auch sie abgeben kann und will und nicht nur einfach da irgendwie für etwas tun muss, sondern wirklich das ganz leicht ist, zum Beispiel über das Internet an verschiedenen Stellen, wo Menschen sich treffen, dass diese Mitgestaltung möglich ist. Also jetzt hatte ich ja schon so viel Transparenz gesagt, da fällt mir jetzt gerade nur noch ein, man könnte im Grunde mal im Kurier oder in den Tageszeitungen hier vor Ort mal eine Seite auffahren, wo deutlich ist, welche Entscheidungen von wem wann gefällt werden, sei es ein Straßenzug soll ruhiger gestaltet werden oder eine Umgehung soll her, keine Ahnung, es gibt ja sehr viele Themen, die könnte man zum Beispiel mal auf einer Seite von Kurier oder wir haben hier so viele, hilft mir gerade mal so viele Anschlagplätze, wo ich sehen kann, wer für was Werbung macht. Und da mal stünde auf diesem Rollband, was jetzt vorne am Ring auch steht, und da mal stünde, wisst ihr eigentlich, dass die HSK privatisiert wird, weil das Management versagt hat. Keine Ahnung, man kann ruhig plakativ sein, die Dinge mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Ich denke, Transparenz entsteht für mich auch dort, wo Menschen sich begegnen und vielleicht treffen sich dann mehr und mehr Leute von Wiesbaden Kurierhaus und stehen, habt ihr schon mitbekommen, was da los ist? So wie das ganz früh vielleicht mal beim Bäcker der Fall war, dass die Leute mitbekommen haben, habt ihr mitbekommen, hier der Otto Müller, der hat wieder, also ich denke, das ist halt auch ein Problem der Größe und ich finde Transparenz anschlagen an was war das andere, was ich eben noch hatte, die ganzen Fußballstadien und da mal an Bannerstunde, das in den nächsten Jahren, wollen die das und das umsetzen, das wäre für mich eine echte Transparenz, wo auch wirklich wieder um auch auf das Wir zurückzukommen, wo die Leute sich auch wieder treffen können und darüber austauschen können. Ihr guckt, habt ihr mitbekommen, das und das haben die vor. Und nicht erst irgendwann Unterschriften abgeben können, wo drauf steht Name, Postleitzahl und dann wird vielleicht entschieden. Passt da bitte mal auf. Transparenz bedeutet für mich in erster Linie, dass nachvollziehbar ist, wie politische Entscheidungen zustande kommen, dass nachvollziehbar ist, warum man sich bei PPP-Projekten für einen bestimmten Partner entschieden hat und dass auch Dienstleistungsverträge mit privaten Firmen nicht geheim sind, so wie das im Moment in Wiesbaden teilweise der Fall ist. Hier in Wiesbaden gibt es sehr viele Fälle, wie gerade vor allem im Bereich PPP, da hätte man mit Transparenz sehr viel machen können, aber hat es halt leider unterlassen und ich glaube, in den meisten hat es auch kräftig geknallt. Ich bin nicht der Meinung, dass Transparenz bei jedem Einzelnen anfängt. Jeder, der das fordert, ist hier meines Erachtens nach falsch. Transparenz ist ein rein staatlicher, betrifft nur den Staat und nicht den Bürger. Bravo, dem stimme ich vorbehaltlos zu. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Wenn jemand transparent ist und bei Facebook postet, wo er jetzt gerade in Urlaub hinfährt, das ist seine persönliche Entscheidung. Transparenz ist ein Muss in dem Moment, in dem es nicht um ein Individuum geht, sondern in dem ein Mensch, ein Individuum die Geschicke anderer mitbestimmt. Und jeglicher Prozess in der Politik, in der Wirtschaft etc., was das betrifft, sollte transparent sein. Nur dann ist auch jeder... Und da haben sehr viele, wir alle, nämlich auch eine Hohlschuld. Wir können nicht immer nur sagen, schlagt es doch bitte an die Litfaßsäule an.
Ich kann im Internet viele Dinge recherchieren. Manche Dinge kann ich nicht recherchieren. Das war auch einer der Gründe, warum ich hier sitze. Ich habe gesehen, Wiesbaden hat mit einem negativen Haushalt abgeschlossen. Da stand der lapidare Satz drunter, wurde aus Rücklagen ausgeglichen. Ich habe versucht zu recherchieren, wie hat die Stadt Wiesbaden eigentlich ihre Rücklagen angelegt. Da kam ich an die Grenze und das ist zum Beispiel etwas, was ich als Muss empfinde. Ich als Wiesbadener Bürger sollte sehen können, wie viele Rücklagen hat die Stadt Wiesbaden wie angelegt und wer hat die Entscheidung dafür getroffen. Leider ist es so, um das kurz zu machen, weil es auch schon viel gesagt worden ist, in vielen Bereichen verkehrt es im Moment wieder ins Gegenteil. Und da muss ich mal kurz ausholen als Beispiel, vielleicht wissen es einige. Wir haben ja den ESM, den berühmten Rettungsschirm, der jetzt umfassend verspannt wird über Europa. Jeder Mitarbeiter, der dafür tätig ist, hat eine Generalamnestie. Der wird nie belangt werden können für Entscheidungen, die er dort trifft. Und das ist zum Beispiel etwas, wo sich mir auch die Haare sträuben, wo ich sage, ein Politiker oder ein Mitarbeiter geht in eine solche sensible Geschichte rein und kann im Grunde genommen machen, was er will. Das Maximale, was passieren kann, ist, dass er irgendwo wieder später einen Posten in Brüssel oder Straßburg bekommt. Und das sind Zustände, die unhaltbar sind. Und da muss sich was ändern. Wir müssen in der Lage sein, jeder interessierte Bürger, auch in Wiesbaden, sich eine Information ganz einfach via Internet zu beschaffen. Sobald es ihn auch betrifft, ob es ihn maximal betrifft oder nur gering betrifft, wie auch immer. Der Bürger muss entscheiden können, inwieweit er sich informiert. Und das ist Pflicht und das ist Transparenz für mich. Große Koalition. Diesmal fängt Tansjörn an. Große Koalition. SPD und CDU ist gemeint wahrscheinlich. Okay. Ja, die Schnittmenge des Üblen, oder ich weiß jetzt nicht, was da. Also, er hat keine Lust, wirklich was zu verändern und die Politik muss sich verändern. Es wird Stillstand werden. Meine Prognose ist ja eine andere. Ich glaube eher, dass Schwarz-Grün die nächste Regierung stellen wird. Ja, ob ihr das glaubt oder nicht, ich würde sogar darauf wetten. Die große Koalition wäre für mich die Maximalstrafe, glaube ich, weil es eine interne Abstimmung gibt, die keinem wehtut und man lässt sich in Frieden und ganz ehrlich, wir haben auch leider keinen Schröder mehr. Ich weiß, viele mögen ihn nicht wegen diverser Dinge, die er getan hat, aber er hat Dinge getan. Im Moment tun wir leider nichts oder sehr wenig und das wird noch verstärkt werden durch eine große Koalition. Das sehe ich relativ ähnlich. Also große Koalition muss ja erstmal nichts Schlechtes bedeuten, aber die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass die große Koalition in den meisten Fällen Stillstand bedeutet, weil keine Bereitschaft für Innovation da ist, keine Bereitschaft, mal was zu wagen und auch keine Bereitschaft, mal was zu tun. Für mich gibt es die große Koalition bereits, und zwar die SPD, FDP, Grüne und CDU ist für mich die große Koalition. Da ist eigentlich gar keine, das ist eine Sache, zum Beispiel der ESM, wenn man davon spricht, das ist ja im Grunde genommen von allen diesen Parteien beschlossen. Für mich ist da kein Unterschied mehr mittlerweile zu erkennen. Und das gibt dieses Wort etabliert und nicht etabliert. Und die Piraten, soweit ich das beobachten kann, werden ja teilweise versucht, jetzt auch etabliert zu machen. Und da bin ich glücklich, dass ihr euch bitte nicht etabliert, weil das haben die Grünen ja versäumt und deswegen sind sie ja jetzt auch eine große Koalition. Und vielleicht seid ihr in 20 Jahren auch etabliert oder die Piratenpartei hoffentlich nicht. Seid immer Sandkorn im Getriebe und die große Koalition existiert für mich bereits. Also darf ich kurz einhaken, den ESM haben nicht die Parteien beschlossen, die haben den abgenickt. Abgenickt. Ja, nachträglich. Genau. Ganz großer Unterschied. Ja. Also da sprichwörtlich ich etwas naiver dran, als hier meine Vorredner. Wenn ich von Koalition höre, dann denke ich erstmal an zwei Parteien, die sich zusammenschließen, weil sie was Gutes bewirken wollen. So, jetzt kenne ich diese Situation schon seit, wir alle schon seit mehreren Jahrzehnten. Wir haben festgestellt, hat sich nichts bewegt. Gar nichts. Ja, das sind für mich zumindest zwei Blinde, die die Straße überqueren wollen. Mehr habe ich dazu jetzt erstmal nicht zu sagen. Letztes Stichwort, öffentlicher Personennahverkehr. Ist doch von mir mit Markus an. Da habe ich ja mal Glück, dass ich an der Stelle als Erster dran komme. Da kann ich ein bisschen vorlegen. Also ich habe mir tatsächlich überlegt, was wäre eigentlich im ÖPNV sinnvoll. Ich fände es, glaube ich, ziemlich cool, wenn jeder Bürger eine Abgabe geben müsste von ungefähr 100 Euro plus, sagen wir mal 105, 110 Euro. Und die ganzen Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel, wären komplett für jeden zugänglich. Das hätte zum Vorteil,
Wir bräuchten keinen großen Verkauf mehr von Karten, irgendwelchen Automaten, die dann auch nicht funktionieren, die zu Stress führen. Wir bräuchten keine Kontrolleure mehr, wir könnten die Busfahrer entlasten. Ich wäre auch noch dafür übrigens, dass mal alle Busfahrer gleich bezahlt werden und nicht irgendwelche Privatunternehmen, die den Busfahrer noch reinfuschen können und die dann wiederum hier zusehen müssen, wie sie an ihr Geld kommen. Also, dann denke ich, werden die Kfz deutlich entlastet, weil ich glaube, kann mir schon gut vorstellen, dass einige ihre Autos nochmal stehen lassen würden. Mehr würden Busse fahren. Es gäbe keine großen Unterschiede mehr zu machen, wer schwarz gefahren ist, das zählt auch nicht mehr, man fährt einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So, des Weiteren wäre ich sehr dafür, dass man auch daran arbeitet, wieder erneuerbare Energien in den Bussen einzusetzen, um zu sehen, dass man auch dort weiterhin das Stadtbild vor, ja, es ist einfach ein Dieselgeruch, der an einem vorbeizieht, auch wenn es ein Bus ist, der mit mehreren Leuten besetzt ist, aber ich denke, zukunftsweise wäre da auch einiges drin. Ganz großer Punkt wäre für mich, sich auch mal mit Leuten zusammensetzen, die davon richtig viel Ahnung haben, nämlich die diese ganzen Situationen, Verkehrswege in unseren Städten kennen. Da gibt es Leute, die sich da richtig an den Unis mit befassen, die mal zu befragen, was sie davon halten. Es gab auch schon mal das Gerücht, die ganze Innenstadt Tempo 30 zu machen. Dann gab es wiederum einige, die gesagt haben, das führt zu was, das führt zu nichts. Also ich denke, da muss ein Gremium her, da müssen Leute sich zusammensetzen, absolut Ahnung haben und die sich nicht dafür einsetzen, selbst vorne zu stehen und zu sagen, ja, ich habe die Entscheidung getroffen. In dem Zusammenhang ist mir auch wieder sehr wichtig, dass wir lernen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für die Entscheidung, die wir gefällt haben. Und wenn ich sehe, welche Entscheidungen hier in der Stadt gefällt wurden, ich kann kaum noch wirklich glückliche Leute sehen, die wirklich fröhlich durch die Gegend laufen und sagen, jawohl, ich fühle mich hier in dieser Stadt sauwohl. Kinder haben Angst auf die Straße, Eltern haben Angst, dass ihre Kinder auf die Straße rennen können. Es gibt sehr wenige Plätze, wo sich wirklich Kinder aufhalten können, auch über einen halben Tag von mir aus und nicht nur stundenweise, weil sie dann wieder abgeholt werden müssen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich denn noch ansetzen soll. Also es gibt so dermaßen viel zu tun hier im öffentlichen Straßenverkehr, dass es graut jetzt nicht. Am liebsten würde ich sogar faszinieren und würde sagen, wir machen die Stadt komplett dicht, ist dann locker kein Auto mehr rein, aber das ist utopisch. Das wird so schnell nicht funktionieren. Viel sinnvoller halt ist tatsächlich, dass wir die Leute daran ja, ermuntern, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Ich habe in 2030 gesehen, dass wir autofreie Innenstadt haben. Und ich denke, es geht auch darum, dass sich einfach in unserem Denken und in unserem Bewusstsein dieser Wandel vollzieht, dass diese Möglichkeit als Deutsche, eine Stadt ohne Autos zu haben, wo die Deutschen allerdings Auto mehr lieben als ihre Frau oftmals und mehr pflegen und zärtlicher behandeln. Und gerade auch in Wiesbaden, wo die Autos durch die Wilhelmstraße ja Prestigeobjekte sind. Und diese Vision sehe ich natürlich mit dem öffentlichen Nahverkehr ganz klar. Ich denke, wenn man das durchrechnet und wenn man da wirklich ein neues Bewusstsein schafft, dann ist es möglich, dass nur noch mit öffentlichem Nahverkehr oder mit Carsharing-Autos zum Beispiel, wo Menschen miteinander Autos teilen vielleicht, solche Wege sehe ich für Wiesbaden und sehe ich auch realistisch als möglich. Und es fängt damit an, dass viele Menschen sich diese Idee vorstellen und dann Schritt für Schritt anfangen. Es geht sicherlich nicht von einem Tag auf den anderen, weil man kann auch im Westend den Türken ihre Maseratis und sonst was nicht so leicht wegnehmen oder sie nicht durch die Belleritzstraße fahren lassen. Aber wenn da eine kritische Masse von Menschen entsteht, die das wollen, und dann sehe ich das als absolut realistisch und auch als notwendig und als eine schöne Vision, die freie Flächen in Wiesbaden zu nutzen, dass da wirklich Menschen sich treffen und nicht nur Autos mir Angst machen oder den Kindern Angst machen oder ich nur noch Geschäfte und Autos sehe in dieser Stadt. Ja, beim ÖPNV, der wird immer viel gesprochen über ÖPNV zum Nulltarif oder ÖPNV, fahrscheinlosen ÖPNV, die richtige Bezeichnung, die wir da eigentlich alle endlich mal gebrauchen sollten, ist abgabenfinanzierter ÖPNV, denn ein ÖPNV zum Nulltarif ist schlicht und ergreifend nicht finanzierbar. Darüber hinaus gebe ich dem Markus recht, das mit den Subunternehmern, das ist ein riesengroßes Problem, aber das betrifft nicht nur Busse, sondern vor allem auch Lieferfirmen ganz stark, aber auch das ist nur die Spitze vom Eisberg. Bei den Plätzen, wo Kinder sich mal aufhalten können, das geht eigentlich auch noch nicht weit genug. Denn eigentlich brauchen wir hier in Wiesbaden auch wieder Plätze, wo Menschen insgesamt als solche sein können. Mit Kindern oder ohne.
Wir haben hier in Wiesbaden wenig Möglichkeit, wo man einfach mal wieder Gesellschaft sein kann. Man kann natürlich in irgendwelche öffentlichen Räume gehen, aber nicht jeder hat auch unbedingt das Geld, um in einen Café oder in einen Club zu gehen, um da unter Leuten zu sein. Macht natürlich mehr Spaß. Zum Thema ÖPNV nochmal. Ich bin absolut für einen abgabenfinanzierten ÖPNV. Und wenn man sich mal mit den Zahlen beschäftigt hat, dann weiß man auch, dass das eigentlich durchaus machbar ist. In die Wiesbadener Zahlen kenne ich nicht ganz exakt, aber anhand von Bremen gibt es eine Modellrechnung. Das würde eine Erhöhung der Grundsteuer von 12 Euro pro Monat betragen. Nee, ich habe gelesen, 22 Euro. Ja, ist eigentlich fast alles gesagt worden. Vielleicht bin ich da aber ein bisschen praxisorientierter. Also ich würde als erstes mal die Bürger fragen, habe bei mir selbst angefangen, warum fahre ich kein Bus? Und dann würde ich versuchen herauszufinden, warum steigen die Menschen denn nicht in den Bus? Ist es nur die Bequemlichkeit? Gibt es da Verbesserungspotenzial etc.? Einer der Kollegen hat ganz richtig gesagt am Anfang, es müsste einfach ein Projekt aufgesetzt werden, wo kompetente Leute, zum Beispiel eine Universität in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands, in Europa, die ein Projekt aufsetzt, Modellversuch Wiesbaden, wie könnte das Modell für den öffentlichen Personennahverkehr in Wiesbaden aussehen? Und da müsste angesetzt werden, um wirklich mal rauszufinden, was kann man besser machen. Denn nur zu sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, hilft nicht. Ich bin auch da dafür, dass man natürlich erneuerbare Energien, vor allem auch die Brennstoffzelle, einsetzt, speziell in den Busbereich. Und in Verbindung damit ist es auch gesagt worden, Plätze etc., aber das, was uns ja allen am Herzen liegt, glaube ich, oder nahezu allen, die hier sitzen, wäre zum Beispiel Platz der Deutschen Einheit, was da passiert, würde sich natürlich anbieten, wenn da neue Entscheidungen getroffen werden können, auch darüber mal zu diskutieren. Kann das nicht ein Platz sein, wo die Stadt belebter wird? Das fiel mir vorhin ein und es ist viel vorher gesagt worden, deswegen mache ich das ganz kurz. So, vielen Dank. Bevor wir zur Fragerunde kommen, ich möchte wirklich jeden Besucher, dass er im Unterricht bei seinen Nachfragen hat, die haben Karteikarten vorbereitet, da kann jeder schriftlich seine Frage nochmal hier oben einreichen. Nach der Fragerunde gibt es dann auch Mic, da kann jeder mündlich seine Frage dann an die Kandidaten stellen. So, die erste Frage. Was sind eure Gründe, Oberbürgermeister von Christoph zu Christoph, noch eine Frage? Christoph, irgendwas? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das mit den Karten notwendig ist, weil wenn wir eine Frage hat, könnt ihr ja auch an die Hand nehmen, wenn es zu viel wird, können wir immer noch sagen, machen wir Karten. Das würde eigentlich ein bisschen zu viel Intro reinbringen, aber wir können es einfach mal ausprobieren. Da lasst mal im Fahrrad einfach zum Mikrofon gehen und dann für die Frage einfach mal ausprobieren zu stellen. Mach ich ganz kurz dann. Du hast mich gefragt, glaube ich, oder? Ich habe jeden gefragt. Was sind eure Gründe, Oberbürgermeister von Assisbari jetzt wollen? Wieder frei rum. Ja. Also doch, ich habe es vorhin ja in der Vorstellung kurz anklingen lassen, weil es mir auch wichtiger ist, über die Themen zu reden, als über meine Person. Am meisten hat mich geärgert, wie klaglos die Wiesbadener bestimmte Themen hingenommen haben. Ich mache es nochmal kurz, die Wasserversorgung ist eigentlich ein Skandal. Ich weiß nicht, wer das eigentlich verfolgt hat. Die Kurzfassung, das Bundeskartellamt hat verschiedene Wasserversorgungen von Städten untersucht und festgestellt, dass dort Preisabsprachen und erhöhte Kosten stattgefunden haben. Ich glaube, auch die Stadt Hanau ist verurteilt worden und hat sich dann geeinigt mit den Bürgern, dass sie über die letzten 2 Jahre pro Haushalt, vierköpfig pro Jahr, 400 Euro rückerstatten können. Andere Städte, unter anderem auch Wiesbaden, standen ganz, ganz intensiv auf dem Radar des Bundeskartellamtes und haben dann einen Trick angewendet, der da einfach lautet, die Wasserversorgung über Gebühren unterliegt nicht dem Kartellrecht. Und deswegen haben sie schnell eine Firma ausgegründet und haben gesagt, wir machen jetzt keine Kosten mehr, sondern wir erheben Gebühren. Und damit war das Bundeskartellamt raus, obwohl die Bürger die gleichen Preise wie vorher zahlen effektiv. Und da habe ich gedacht, wow, eigentlich in der Privatwirtschaft würde man jetzt irgendwie Gerichtsverfahren bekommen oder von der EU ein Bußgeld oder irgendwas. Nein, es ist nichts passiert. Und was mich noch mehr verblüfft hat, ist, die Wiesbadener Bürger haben sich auch kaum dafür interessiert. Auch der Kurier nicht. Im Freundeskreis haben wir das Thema diskutiert. Und interessant war, ein Freund sagte dann, ja, ich habe plötzlich einen Abbruch auf meinem Konto gehabt, da standen so 2 Buchstaben, da habe ich erst mal zurückgehen lassen, kannte ich gar nicht. Das war die neue Wiesbadener Wassergesellschaft. Ja, interessiert hat es keinen und das war eigentlich so der Knackpunkt bei mir zu sagen, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Zudem habe ich ab Oktober etwas mehr Zeit, weil ich da
einfach noch ein bisschen arbeitsmäßig kürzer treten möchte und mich politisch engagieren möchte. Wir haben schon immer im Kleinen einiges getan. Es gab immer so den Spruch bei uns, tue Gutes und rede darüber. Also ich habe seit vielen Jahren die Teestube unterstützt. Ich habe einigen Menschen, die versucht haben, sich ins Berufsleben wieder zu reintegrieren, in persönlichen Gesprächen Hilfestellung geleistet, so hoffe ich. Ich bin auch mal mit dem einen oder anderen einfach einkaufen gegangen, um mal einen schönen Pulli und eine Hose zu kaufen, die er nicht mehr hatte. Und wir haben uns auch im Ausland engagiert. Wir haben in Burma eine Schule gebaut, als die Überschwemmung im Irrawaddy-Delta war. Und haben vieles getan, aber eben nicht im Licht der Öffentlichkeit. Und ich glaube, jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, an dem was getan werden muss. Was ich sehr wichtig finde, ich tue es nicht aus der persönlichen Eitelkeit und ich tue es nicht aus finanziellem Interesse. Zwei Dinge. Das dritte ist, ich glaube, man darf kein Ziel heute haben, ich möchte 2013 eine, Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, autofreie Innenstadt in Wiesbaden, weil aus dem Kreis von potenziellen 100% Wählern einfach zu viele ausscheiden mit diesem K.O.-Argument. Was, glaube ich, viele verstehen können, sind andere Dinge. Und ich glaube, da müssen wir bei den Finanzen anfangen, weil wir müssen das alles bezahlen, was wir für ihre Ziele haben. Und da ist für mich oberste Priorität, eine Vision zu entwickeln, wie kann ein ausgeglichener Haushalt oder ein Überschusshaushalt in Wiesbaden aussehen. Wie können wir auch, und damit haben wir das Problem PPP gelöst, wie können wir es uns leisten, zum Beispiel die Wiesbaden-Anleihe rauszugeben? 2,5% Zinsen reicht auf dem derzeitigen Zinsniveau. Wir können eine Bürgeranleihe draus machen, wir können Investoren gewinnen, die ein Projekt selbst finanzieren, anstatt die Perlen langfristig in die private Wirtschaft zu geben. Ich glaube, dass kurzfristige Einsparungen, die durch PPPs realisiert werden, uns irgendwann einholen, zumal ja oft noch eine Nachschusspflicht einfach entsteht durch verschiedene Dinge. Und all das sind Themen, die würde ich an die erste Stelle stellen, damit Wiesbaden es sich leisten kann, einer der Kernpunkte in der Zukunft, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wenn sich die Wirtschaft so weiterentwickelt, ist doch keine normale Familie mehr in der Lage, eine einigermaßen schöne Wohnung zu bezahlen. Es müssen Wohnungen gebaut werden, wo man einfach schon, früher hätte man Sozialwohnungen gesagt, es ist schwierig, das durchzusetzen, aber günstige Wohnungen, lebenswerte, aber günstige Wohnungen. Und das sind Ziele, Menschen wieder zu integrieren. Ich möchte nicht so weit gehen, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Bedingungslos finde ich schade, das Wort, finde ich schwierig. Aber wir müssen es uns einfach leisten können, dass diese Stadt so wohlhabend ist, dass sie eben die Menschen, denen es nicht so gut geht, selbstverständlich mitnehmen kann und auch finanziell ihnen auch gewisse Pflichten auferlegt. Aber die dürfen nicht so weit gehen, wie es im Moment ist, dass es teilweise menschenverachtend ist. Das muss ich auch ganz klar sagen. Sie merken schon, ich bin ein überzeugter, wie soll ich sagen, Marktwirtschaftler. Das sage ich hier auch. Aber mit einer gewissen Ethik und einer gewissen Moral, die auch derzeit wieder in Unternehmen einzieht, die Finanzbranche ausgenommen. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und nur dieser Weg kann es uns mittelfristig ermöglichen, die Lebensqualität für alle Bürger in dieser Stadt, in dem Land Hessen und auch in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen, dass wir uns das leisten können. Und dafür möchte ich gerne kämpfen, eine lebenswertere Stadt zu schaffen, auf Basis von Geld, was einfach da ist und was für die Bürger verwendet wird. Deswegen sitze ich heute hier. Ich sitze hier, weil es da ein Sprichwort bei den Piraten gibt, das ich mir einfach mal zu Herzen genommen habe. Und das heißt, machen statt labern. Ich möchte auch, denn es geht ja um den Oberbürgermeister. Und für mich hat mir der Begriff Bürger Gedanken gemacht. Und Bürger kommt von Bürger. Und Bürger heißt, der Bürger bürgt für möglicherweise Dinge, Schulden, die Menschen gemacht haben, die nicht von den Menschen gewollt sind. Deswegen, der Oberbürgermeister ist der Meister, der als Oberbürger die Verantwortung für alles trägt. Also das weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Auf jeden Fall der Begriff Bürger. Und Bürger ist nicht mehr der, den in meinem Denken existiert, sondern für mich geht es um Menschen. Und ich möchte eigentlich den Menschen, den Bürger letztendlich befreien von seinem Bürger. Also was heißt ich befreien? Das ist zumindest die Idee davon geben, dass man sich da befreien sollte, indem man mitgestaltet, mit Verantwortung übernimmt. Und das würde ich kommunizieren wollen. Und deswegen würde ich dafür
als Oberbürgermeisterkandidat sehr gerne antreten und dieses neue Bewusstsein kommunizieren muss. Jetzt habe ich ja genug Zeit gehabt zum Überlegen. Also ich habe mir erst gedacht, weil es um die Leute geht, aber da dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen abwegig. Es ist so, dass ich mich eigentlich dadurch, dass ich in Wiesbaden aufgewachsen bin und die Veränderungen dieser Stadt mitbekommen habe, aus der Sicht eines Kindes, ich war selbst mal Kind, dadurch, dass ich mit Kindern viel zu tun habe, schon mitbekomme, was hier eigentlich los ist und dass mich unglaublich vieles aufgeregt hat. Einfach nur Chef einer Verwaltung sein zu wollen, das ist mir zu wenig. Da möchte ich mich ihm sehr anschließen, beziehungsweise im Leitspruch der Piraten. Wie war der Spruch nochmal so schön? Nicht labern, machen. Und wenn ich jetzt hier nochmal 2 Minuten und nochmal 2 Minuten draufpacke, könnte es unglaubwürdig werden. Ich möchte allerdings auch natürlich für mich lernen. Und da fällt mir zum Schluss eigentlich nur ein, diese ganzen Prestigeprojekte und Objekte, die wir hier in Wiesbaden haben laufen lassen, hier laufen und wo es eigentlich gar nicht mehr um die Leute geht, sondern wo es letztlich um denjenigen geht, der sagt, ich habe hier eine tolle Idee, ich habe hier eine tolle Stimme. Also das muss weg. Das muss komplett weg, das darf eigentlich gar kein Prestigegebäude mehr groß geben, um nur zum Schein zu zeigen, wenn wir diese Gelder einsparen, dann bin ich mir sicher, haben wir genug Gelder für Kita und für Plätze und für alles andere, was uns noch so begehrt. Dankeschön. Seid ihr in einer Partei oder einem Verein? Das sind doch die Fragen, die wir im Internet schon veröffentlicht haben. Ich bin nicht wirklich in einem Verein oder in einer Partei. Ich mache Triathlon und bin nur in einem Verein hier in Wiesbaden. Das war es eigentlich schon. Ich bin bzw. war beim Schützenverein Burgfalken, bei Verdi, beim ADAC und bei der Piratenpartei Deutschland. Ich war als Kind im Judo-Verein, aber seitdem. Oh, da war ich auch, den habe ich vergessen. Aber ich kann mir schon vorstellen, Piratenmitglied zu werden. Wir hatten auch darüber kurz gesprochen und. Ich halte es nur für zielbringender, als parteiloser Kandidat wählen zu kandidieren. Und die Piraten stehen mir aber sehr nahe von 90% ihrer Ziele. So, haben wir eine Zuschauerfrage? Ja, wo wir welches geht hier? Nein, ganz. Wo wir gerade bei den Vereinen sind, ich wollte den Oliver Peters gerne mal fragen. Er hat in seiner Bogen geschrieben, dass er Mitglied ist bei Neudeutschland.org. Und dazu hätte ich ganz gerne ein Statement von dir. Neudeutschland ist ein Verein, der im Grunde genommen, oder sagen wir mal jetzt noch ein Verein, es geht darum, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen als das, was hier in den Piraten passiert oder was überhaupt hier in der Bundesrepublik Deutschland passiert, sondern wirklich eine Alternative zu schaffen und zu schauen, welche Grundlage unsere Verfassung wirklich hat. Es gibt keinen Friedensvertrag zum Beispiel. Und es gibt keine wirkliche Abstimmung über unser Grundgesetz und über unsere Verfassung. Und da sehe ich eine Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen, zu wirklich eine neue Alternative aufzubauen, die vielleicht jenseits von den Strukturen ist oder sagen wir mal die vorhandenen Strukturen, die sehr, sehr gut sind. Wir haben eine sehr gute Basis. Aber die noch besser zu machen und wirklich die Menschen dazu zu bringen, über dieses Grundgesetz abzustimmen endlich und dass auch ein Friedensvertrag existiert. Und das ist eine Motivation, die ich da habe. Ist dir bekannt oder bewusst, dass wir bereits vor 2 Jahren beim Stammtisch der Piratenpartei Wiesbaden ein Mitglied von Neudeutschland.org nahegelegt haben, die Versammlung zu verlassen, weil die Vereinigung im Allgemeinen als deutschnational und monarchistisch zu betrachten ist und ihr Vorsitzender, auch seine Peter Fitzek, nicht gerade einer der renommiertesten Bürger Deutschlands ist, eher in die rechte Ecke zu stecken ist. Und ich würde dich gerne fragen, was du davon hältst. Ich meine, diese ganzen Vorwürfe stehen im Raum. Ja, also ich persönlich sehe das ganz, ganz deutlich nicht, dass es hier um irgendwelche Rechts- oder Linksgeschichten geht und ich sehe auch überhaupt keine Rechtstendenz. Es geht im Grunde genommen nur um eine neue Form des Zusammenlebens. Und das hat weder mit ganz im Gegenteil. Ja, das sind im Grunde genommen sind es für mich eigentlich Stammtischfloskeln, weil ich habe das ganz anders erlebe und erlebe auch die Menschen, die mit diesen zusammen sind. Ich bin dort nur Fördermitglied, ja, also wenn man das mal so will, deswegen habe ich nicht gesagt Verein ist Mitglied. Deswegen für mich ist
geht es darum, eine Zukunft zu bauen, die menschlich ist. Ja? Und das, wie du das wahrnimmst, in der die, kann ich nicht teilen, diese Wahrnehmung. Und ich bin jemand, der forscht und sich das anguckt, sowohl die Piraten als auch andere. Aber wer war das denn, wenn du da beschreibst? Bitte? Ah ja, okay. Danke. Wer das war, wer damals bei uns war, beim Stammtisch? Ja. Den Namen, den kann ich mich nicht mehr erinnern, okay. Weil wir waren auch eigentlich heilfroh, dass der Mensch irgendwann wieder weg war. Er wollte eigentlich nur was über das Engelgeld erzählen. Diese, ich sag mal, halbseiten betrügerische Geschichte. Das war keine Frage jetzt, man, oder? Ja, klar, also so eine Antwort. Ja. Ja. Und wie der Name war, sorry, an solche Leute erinnere ich mich nicht. Okay, gut. Gut, er kann ja austreten, wenn er das so war. Okay, noch eine Zuschauerfrage? Ja, hallo. Mein Name ist Markus Kairis, ich bin Ortsbeirat im Westend. Das Westend setzt sich zusammen unter anderem aus 28,6% Ausländern. Das sind ungefähr so viele, die auch zur Oberbürgermeisterwahl gegangen sind. Insgesamt sind sogar 41,6% der Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn ich hier sowas höre, wie im Türken Maserati abnehmen, was hier gerade eben rausgerutscht ist, da bin ich beinahe geplatzt. Aber ich mache hier mit bei der Veranstaltung, habe schön die Klappe gehalten und gewartet, bis ich fragen kann. Und dass dein Bürger von Bürger kommt. Also sag mal, Bürger kann auch alle Menschen unabhängiger Nationalität bedeuten, so sehe ich das. Und jetzt erklär mir bitte mal, warum du einem Türken in Maserati abnehmen willst. Ich habe nicht von einem Türken gesprochen, wenn du mal so willst. Ich habe nur Maserati gesprochen. Wir haben es gestreamt, also wir können es auch gerne nochmal angucken. Also gerne auch einen Türken. Ich sehe auch einen Türken in Maserati, weil ich wohne auch im Westend. Ich sehe da einige Türken, auch in BMW, Mercedes, Maserati, weil das ist für mich kein Vorurteil. Ich mag diese Autos und ich finde diese Menschen genauso akzeptabel wie andere auch. Also das sieht so aus, als hatte ich das irgendwie angegriffen, aber für mich ist das genauso ein Mensch oder wenn du sagst Bürger, wenn du diesen Begriff bleiben willst, für mich genauso wie jeder andere auch. Ja. Also ich wohne in der Wellrichstraße übrigens, ja, ich kenne die Wellrichstraße sehr gut und habe sehr viele Freunde da. Also ich habe mit diesen Menschen gar keine Probleme, ja. Und ich sehe auch die großen Rolls-Royce oder sonst was in der Wilhelmstraße. Ich akzeptiere diese Autos genauso. Also ich weiß nicht, ob dich da irgendwie angegriffen hast, aber ich habe keine... Es war etwas unglücklich formuliert, sagen wir es doch mal so. Ich sehe mich als böse gemeint. Das war ein falscher Versprecher und das zeigt einfach dann wohl auch den Hintergrund. Sowas rutschen wir hier nicht raus. Sowas wird mir nicht... Ja, das mit den Bürgen hat mich, wenn ich kurz da mal einhaken darf, hat mich auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich ist es ja ein Schutzbefohlener einer Stadt, der in den Stadtmauern lebt und daher stammt das Wort ab und nicht von dem Finanziellen, dass er für irgendwas bürgt oder so. Das ist einfach falsch, was du gesagt hast. Ja, aber dann muss man sich jetzt auch nicht von aufhören. Nein, ich kann aber sowas nicht im Raum stehen lassen, Entschuldigung. Ja. Okay, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das sind wir doch Kandidatengrillen, oder? Wir werden doch hier gegrillt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie würde eure Zusammenarbeit mit den Parteien in der Großen Koalition im Rathaus aussehen? Richard soll, glaube ich, noch was sagen, oder? Er kommt gleich dran. Das ist ein Thema, an dem müsste man, sollten wir es doch schaffen, ins Rathaus einzutreten mit einem OB. Etwas, da muss man ganz vorsichtig rangehen. Der Punkt ist schlicht und ergreifend der. Ich als Piratenkandidat bin da extrem vorbelastet. Die anderen Parteien sind uns Piraten extrem kritisch gegenüber. Und da einzuziehen mit irgendwelchen großen Forderungen nach einer Kfz-freien Innenstadt oder solchen Sachen, sind wir da reich und durch und bekommen in den 5 Jahren Amtszeit keinen einzigen Fuß auf den Boden. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist, dass man da ganz sachte vorangeht und sieht, dass man möglichst gute Kompromisse findet für die Bürger in Wiesbaden. Finde ich ein richtiges Vorgehen. Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es sogar ganz klug, wenn der wirklich nicht Dreck am Stecken hat, den Herrn Müller mal zu fragen, ob er nicht wieder Kämmerer wird oder Bürgermeister, um den wieder ins Boot zu holen und jemanden zu finden, der da die ganzen Zusammenhänge kennt. Es ist natürlich schwierig, weil man als Oberbürgermeister gar nicht so viel bewegen kann, sondern nur Dinge adressieren kann und die Stadtverordnetenversammlung das beschließen muss. Aber ich denke, dass sich in der nächsten Wahl auch diese Gesellschaft in der Stadt Wiesbaden und auch die Stadtverordnetenversammlung verändern wird. Und zwar positiv für die Piraten und positiv für Dinge. Ich glaube, in Zukunft wird es wesentlich einfacher, Dinge, die uns am Herzen liegen, durchzusetzen. Aber, wie du gesagt hast, am Anfang vielleicht nicht gleich mit der Faust auf den Tisch hauen, sondern ein bisschen warten. Entschuldigung, Ausnahme ist natürlich, wie gesagt, wenn jemand Dreck am Stecken hat, da gab es irgendwelche Verstöße.
die ganz klar nach den Ethikrichtlinien, der Compliance-Richtlinien oder dem Leitbild der Stadt Wiesbaden nicht entsprechen, der muss weg. Und zwar Exempel statuieren, weg, weg, weg. Das ist etwas, was ich in keinem Fall tolerieren würde. Zu welchem Thema nochmal? Wie die Zusammenarbeit mit anderen Parteien in der Großen Koalition aussehen würde. Wie aussehen würde? Ja. Oberbürgermeister hat, oder heißt für mich, für alle da zu sein. Und somit sehe ich die Zusammenarbeit absolut notwendig, jenseits von Parteien oder Nicht-Parteien. Und das ist für mich eigentlich die Zusammenarbeit, die sogar als Oberbürgermeister mit denen, die einen angreifen oder nicht wollen, die noch mehr ins Gespräch zu gehen, als mit denen, die einen vielleicht befürworten. Ja, also ich habe gestern die Möglichkeit gehabt, schon so zu arbeiten. Ich habe mit einem Exner gesprochen, SPD. Der hatte früher mal hier... Spätabends, ja, genau. Ja. Aber nicht so spät, er war also selten bei Laune. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben. Und sein bester Tipp, den ich sofort umsetzen würde, wenn ich mit anderen Parteien an einem Tisch sitze, und das wird wahrscheinlich auch passieren, und das ist auch sehr lobenswert, dann auch sehr sachlich und vorsichtig daran zu gehen. Aber ich glaube, es macht Sinn, jede einzelne Partei einfach mal an der Wahlprogramm ernst zu nehmen. Also wenn man sich überlegt, welche Wahlprogramme vor den Wahlen geschrieben wurden und was davon letztlich umgesetzt wurde. Ein Beispiel, Achim hat sich da gestern tierisch drüber aufgeregt, und ich konnte das so gut nachvollziehen, er sagte mal, SPD hatte mal damit geworben, die Kita-Beiträge zu halbieren und nach mehreren Amtsjahren dann diese sogar abzuschaffen. Was ist passiert? Die Kita-Beiträge wurden verdoppelt. Also Parteien bei ihrem Wahlprogramm ernst zu nehmen, ich finde, das ist ein guter Einstieg. So, als nächstes ist eine schriftliche Zuschauerfrage. Was würdet ihr tun, um den ÖPNV auch als Umland für die Pendler aus Rhein-Taunus-Kreis attraktiv zu machen? Zum Beispiel, dass die Fahrzeiten in einem Rhythmus ist, der nicht nur alle paar Stunden ist, sondern wirklich halbstündig, also in einem guten Rhythmus ist, wo die Menschen einfach sehen, okay, ich kann zu meinen Terminen flexibel von außerhalb in die Stadt reinfahren. Ja, ganz einfach, regelmäßig Pendler. Also ich habe da draußen gewohnt und ich kann euch sagen, meine Autos waren da echt tierisch aufgeschmissen. Die ganzen Leute, die mit den Bussen unterwegs sind, die sind zum Teil sehr genervt, weil sie entweder randvoll sind, dann heißt es, man darf Fahrräder nicht nehmen, da passt da keins mehr rein. Also sie müssen mehrere Busse fahren einfach. Komm nochmal auf meine Antwort von vorhin zurück. In dem Projekt darf natürlich das Umland auch nicht vergessen werden und es soll ein wichtiger Bestandteil des Projektes sein. Und dann kann man konkret Lösungsvorschläge machen. Schließe ich mich an. Also das ist natürlich eine Sache, die betrifft nicht nur Wiesbaden, sondern vor allem halt auch die umliegenden Bezirke, wie zum Beispiel den RPK. Eine Möglichkeit, die man da natürlich machen kann, ist, dass man endlich mal wieder das Projekt mit der Ahrtalbahn vorantreibt, die Abergen, die Region im Hinterland da wieder an Wiesbaden anschließt. Die Leute, die sind im Moment am meisten aufgeschmissen, was den ÖPNV anbetrifft. Ein anderer Punkt ist, dass man einfach dahin geht, dass man die ganzen Busstrecken optimiert, dass da mehr Linien fahren, damit die Leute überhaupt die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Wer da mal unterwegs war in den kleinen Dörfern da oben, zum Beispiel Strinz Margarete oder so, da hat man nur eine Chance, in die Zivilisation zu kommen, wenn man daran denkt, rechtzeitig den Tux anzurufen, dass er anhält, beziehungsweise überhaupt kommt. Und das ist schon übel, da kann ich die Leute verstehen, die lieber aufs Auto setzen, statt auf den ÖPNV. Der andere Punkt, der letzte, sind natürlich, man kann den abgabenfinanzierten ÖPNV in Wiesbaden vorantreiben. Das wirkt sich natürlich auch auf die Fahrpreise bei den umliegenden Regionen aus, die auch hier halten. Das war aber jetzt auch etwas unglücklich von dir formuliert, in die Zivilisation. Strinz Margarete ist auch Zivilisation. Naja, das ist richtig, ja. Das war ein bisschen selbstironisch. Also ich habe auch in Orlen gewohnt. Er hat gesagt. Ja, ich habe in Orlen gewohnt, meine Kinder mussten trampen, wie wir alle früher wahrscheinlich wieder draußen gewohnt haben, und habe es jetzt nicht persönlich genommen. Auch nicht persönlich genommen, ich war nur unglücklich von mir. Okay, nächste Frage. Der OB ist unter anderem Chef der Verwaltung und hat einen eigenen Mitarbeiterstab. Habt ihr schon Verwaltungserfahrung oder Erfahrung mit der Führung von Mitarbeitern? Das war sehr schnell die Frage.
Ich habe relativ wenig Verwaltungserfahrung und eigentlich ist das, braucht man nicht nur Verwaltungserfahrung für den Job als OB, sondern im Grunde genommen eher ein abgeschlossenes VWL-Studium und ich glaube, das hat hier keiner. In der Führung von Mitarbeitern habe ich Erfahrungen aus diversen Projektteams im beruflichen Umfeld. Also ich habe ein Unternehmen gehabt, was ich 2004, 2007 mit zwei Teilen verkauft habe. Ich bin auch sehr stolz drauf, unter anderem, dass in dieser Zeit außer Studenten und Praktikanten kein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat. Waren alle von Anfang bis Ende dabei. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich habe die letzten 5 Jahre als Berater in einem Konzern, einer Siemens-Tochter gearbeitet und gerade versucht, dort das Spannungsfeld von alter und neuer Welt zusammenzubringen, was manchmal sehr interessant war. Und ich glaube, das ist der Arbeit eines Oberbürgermeisters gar nicht so unähnlich, weil es wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand, 13 Formulare, um irgendwas anzufordern. Auf der anderen Seite aber auch konträre Positionen irgendwo so zu matchen, dass man vorangeht mit einem klaren, gemeinsam definierten Ziel. Ich glaube, ich kann Leute motivieren und begeistern und ich glaube, dass das sehr wichtig wäre. Und vielleicht sind auch die eine oder andere Mitarbeiter ganz glücklich darüber, dass mal ein frischer Wind wehen würde und mal ein gemeinsames Ziel vor Augen hat und nicht links und rechts immer so ein bisschen strömungsmäßig schwimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das war, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, wir sind Wiesbaden. Ich glaube, auch in der Verwaltung wäre es möglich, ein Wir sind Wiesbaden zu etablieren. Das wäre schön, auch als Dienstleister am Bürger. Ich arbeite als Freiberufler und in der Regel arbeite ich für mich. Bin seit vielen Jahren auch im tibetischen Buddhismus aktiv und habe dort auch Führungsrollen gehabt und dort auch mit Menschen zusammengearbeitet und auch geführt. Also wenn ich jetzt als Therapeut sage, ich führe sehr viele Menschen, dann könnten die Klienten zu mir kommen und sagen, was, sie haben uns dahin geführt, dann würden die ziemlich, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt tatsächlich Bereiche, wo Menschen zu führen sind und ich glaube, sagen zu dürfen, ich kann durch meine Begeisterung die Menschen dazu motivieren, vielleicht auch ein bisschen über sich hinauszugehen und Spaß bei der Sache zu haben. Ich habe noch eine kurze Frage an dich. Haben wir auch einen Abschluss? Ich glaube, wir haben wieder eine Zuschauerfrage, Richard. Ja, wie kann man dann im tibetischen Buddhismus Menschen führen? Das hätte ich gerne mal gewusst. Die beste Art zu führen Menschen ist, ein Beispiel zu geben. Und Beispiel zu sein, ist die stärkste Form der Führung. Und das habe ich jetzt im Kontext, weil es hier um Führung geht, es geht auch um Organisation, wenn man in einer bestimmten tibetisch-buddhistischen Organisation arbeitet, Rigpa zum Beispiel, wo ich bin, geht es auch darum, natürlich genauso wie bei den Piraten darum, eine Veranstaltung, einen Vortrag vorzubereiten, Seminare vorzubereiten. Und da muss man auch mit Menschen zusammenarbeiten und diese auch führen. Ja, wenn du okay, das so. Noch eine Frage. In welchem Lotus siehst du dich denn? In welchem Lotus? Das habe ich nicht verstanden. In welchem, wie okay, du hast die Frage perfekt beantwortet. Danke. Die nächste Frage ist wieder eine schriftliche Zuschauerfrage zum Thema Sozialpolitik. Wie ist eure Position zu den Eurojobs bei der Domäne und dem Bauhaus Wiesbaden bezüglich der Legalität und Notwendigkeit dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen? Also ich habe mit meinen Klienten so oft damit zu tun, auch im Umfeld kriege ich es auch immer wieder mit, die Eurojobs, die machen Leute echt total richtig fertig. Also bei aller Liebe, dass da Geld gespart wird und die Leute an einem Job sind, aber die haben zum Teil keine Motivation, die ganzen Jobs sind, also das ist so ein riesen Verwaltungsding, was dahinter eigentlich steckt. Man müsste sich erstmal tatsächlich mit der Verwaltung auseinandersetzen, mit den Jobs in den Arbeitsämtern zusammensetzen und überlegen, was denn eigentlich wirklich sinnvoll ist. Es gibt so viele Leute, die dann irgendwo in einen alten Job da stecken und den kannst du zugucken, den kannst du die Schuhe besohlen und dann kannst du dem Menschen nicht mal böse sein, weil der eigentlich dafür nichts kann, weil wenn er das nicht annehmen würde, kriegt er sein Geld nicht durch. Also das ist, ich glaube, da haben wir echt eine ganze Menge Arbeit noch vor uns. Ich sehe es so, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen wertgeschätzt werden und über 1 Euro werden sie nicht wertgeschätzt. Und deswegen muss es da neue Wege geben, dass Menschen wertgeschätzt werden. Darf ich nochmal? Zu spät. Noch mal. Ich habe da so ein Spitzwort. Ich darf nicht. Nur einmal. Nur einmal? Ja. Nur einmal. Der Schluss sind. Ich
Also zu diesem speziellen Fall kann ich mich nicht äußern, weil mir da die Hintergrundinformationen für fehlt, um dann eine qualifizierte Aussage zu treffen. Aber ich bin sehr der Auffassung, dass die 1-Euro-Jobs menschenverachtend sind und man sie abschaffen sollte. Dem stimme ich zu, ich drehe es nur wieder um. Ich sage nicht, man muss den Euro, einen Euro-Job abschaffen, weil er menschenverachtend ist, sondern umgekehrt. Jedes Vorhaben, in dem Arbeit, Produktivität etc. stattfindet, muss es sich leisten können, den Menschen einen adäquaten Lohn zu zahlen. Ein Hauptgrund für diese ganze 1-Euro-Scheiße und Co., ich bin jetzt mal wirklich ein bisschen primitiv, Entschuldigung, ist der, und das ist eines meiner Hauptziele auch, weil inzwischen der ganze Bürokratismus so ausgeufert ist, dass die linke Hand nicht mehr weiß, was die rechte tut und jeder Prozess nur noch sich selbst rechtfertigt. Man könnte mindestens wahrscheinlich 7,80 Euro die Stunde zahlen, wenn man den Verwaltungsaufwand dahinter vereinfachen würde. Und das gilt generell für alle Prozesse, die wir inzwischen in der Verwaltung haben, in der Politik, in den Finanzbehörden, in etc. Und das ist eines der Zauberworte, glaube ich, in der Zukunft, Vereinfachung. Wenn wir es schaffen, Dinge zu vereinfachen, dann würden wir es uns auch leisten, unter anderem diesen Menschen einen adäquaten Lohn zu zahlen, anstatt dass der auf anderer Seite rausgeschlafen wird. Also Sie haben gemerkt, ich finde es nicht gut, bin dagegen. Wieder eine Zuschauerfrage, Markus? Ja, ich wollte mal fragen, wir haben ja vorher so ein bisschen auch schon uns so zusammengesetzt und mal brainstormt, wie der weitere Verlauf aussehen könnte. Also einer von euch wird ja unser OB-Kandidat. Und die Piraten würden dahinter stehen und würden auch den Wahlkampf dann mit unterstützen. Und jetzt würde ich euch fragen, jeder mal kurz, was wäre euer Hauptsteckenpferd? Also vielleicht wirklich Prio 1 absolut und höchstens zwei Themen, wo ihr wirklich sagt, also da wollen wir angreifen, da bräuchte ich dann auch Unterstützung und dass wir auch den Wahlkampf so in die Richtung ausrichten. Jeder vielleicht. Die Kombination von der Frage habe ich nicht ganz verstanden am Ende. Es geht einfach um deine Prio. Was würdest du am meisten? Du hast ja Wasser zum Beispiel schon mal gesagt. Ist das dein Top-Thema oder gibt es noch was anderes? Und ja, das Letzte, was du gesagt hast, mit der Unterstützung, da hat mir die Verbindung gefehlt. Wir unterstützen denjenigen, der jetzt das Rennen macht. Ja, ich muss auch diejenigen sagen, Grüße an Manuela Schon, die mich schon darauf hingewiesen hat, dass ich wieder nur Bürgermeister geschrieben habe und nicht Bürgermeisterin. Wäre schön, wenn eine Frau dabei gewesen wäre. Und jetzt geht es wirklich darum, einfach nur euer Top-Thema und auf was könnte ich mich einstellen, wenn ihr das Rennen macht, was wollt ihr hier in Wiesbaden ändern, forcieren und auch im Wahlkampf dementsprechend dokumentieren und auch kommentieren dann. Ja. Ich denke, dass ein aktuell wichtiges Thema ist, was du diese Woche auch mit angeschleppt hattest auf der Mailingliste, dass Kinder hier in Wiesbaden teilweise keinen Platz am Gymnasium bekommen und das ist etwas, da muss unbedingt was passieren. Also jedes Kind sollte in Wiesbaden den Schulplatz bekommen, den es braucht. Der zweite Punkt, den ich mir auf jeden Fall auf die Fahne schreiben will, ist der abgabenfinanzierte ÖPNV. Ich sage es nochmal ganz klar, ich habe es vorhin schon gesagt, das erste Thema ist, Wiesbaden muss es sich leisten können, ausgeglichen oder positiven Haushalt zu haben, um es sich leisten zu können, die wichtigen Themen anzugehen. Und es sind eigentlich drei an der zweiten Stelle, die danach kommen. Es ist einmal alles das, was mit Kindern zu tun hat, über Kitas, über Schulbildung, über weiterführende Schulen etc. 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 Fördern, Qualität etc. Das zweite Thema ist bezahlbarer Wohnraum. Das inkludiert Nebenkosten wie Strom. Ich weiß nicht, Sie haben es gelesen, glaube ich. 3 Milliarden nimmt man an, haben die Stromkonzerne zu Unrecht durch überhöhte Gebühren, gerade von den Bundesbürgern, letztes Jahr kassiert. Das ist auch etwas, was Wasser, Strom, Wohnraum etc. Und dass diese Stadt insgesamt wieder lebenswerter wird. Und das sind viele Themen. Und ich kann da jetzt wirklich nicht sagen, da ist jetzt das etwas weiter hinten oder weiter vorne etc. Das hängt auch davon ab, um offen zu sein, was ist durchsetzbar. Also ein wichtiger Punkt wäre für mich wirklich Menschen oder Situationen zu schaffen, wo mitgestaltet und mitverantwortlich gehandelt werden kann. Transparenz in diesem Sinne, das ist für mich ganz wichtig und die regionale Wirtschaft hier zu fördern. Das heißt zum Beispiel jetzt gerade diese Geschichte am Platz der Deutschen Einheit, dieses Gebäude, was für mich wirklich ein Angriff auf Stadt und Menschen ist, dieser Bauklotz aus Glas, Beton, und Stahl, der da reingepflanzt wird und irgendwie wirklich angreift, aggressiv ist
Und wenn der rückgängig zu machen wäre, das fände ich eine ganz tolle Geschichte und dort draus wirklich einen Freiraum zu schaffen und jeden Freiraum in Wiesbaden auch zu erhalten, weil freie Räume schaffen freie Geist, einen freien Geist und schafft, dass Menschen sich treffen, nicht nur Kinder, wie auch erwähnt wurde, sondern eben auch alle Menschen, wo sie miteinander kommunizieren können, auch in gegensätzlichen Meinungen. Und das wären für mich ganz wichtige Prioritäten. Einerseits eben das Stadtbild, die Architektur, jetzt zum Beispiel auch die Herbertanlagen. Da wird ja auch schon in diese Situation eingegriffen, dass wieder Platz zerstört wird oder irgendwie unnütz gemacht wird. Und die Regionalwirtschaft zu fördern, dass eben nicht nur weiter noch ein H&M und noch ein Rewe gefördert wird, sondern dass eben auch die ganzen freistehenden Geschäfte gerade im Westend wiederbelebt werden und dort mit regionalen gedruckten Produkten der Menschen hier vor Ort, dass sie inspiriert werden, hier was aufzubauen. Ja, mir wäre es wichtig, dass man mit diesen Geldern, die in dieser Stadt laufen, verantwortlich umgeht. ÖPNV, also ich habe jetzt nur noch Schlagworte, weil ihr habt ja schon alles vorweggenommen, dass also mit Geld verantwortlich umgegangen wird. Das heißt für mich Transparenz, das heißt auch mal ein Wir schaffen, das hatten wir auch schon. Das gehört für mich auch dazu. ÖPNV, klar, sozialpolitisch, da müssen wir uns dringend dran setzen, gerade was die Kita-Plätze angeht, da haben wir in Wiesbaden echt ein riesen Dilemma eigentlich, ja, das wissen wenigsten, beziehungsweise die Kinder wissen das. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier nicht mehr viel Neues dazu zu bringen. Herr Bernd, wollen Sie sich auch noch bestellen? Bitte? Ich stehe im Bild, ich habe den Rechner nicht. Okay, dann stelle ich mal, um die Zeit zu überbrücken, eine Frage an alle Kandidaten. Was ist denn für euch ein fairer Mindestlohn? Das war akustisch nicht zu verstehen. Dann stelle ich mal eine Frage an alle Kandidaten. Wo ist denn für euch der faire Mindestlohn angesetzt? Bei welchem Betrag in Euro? Da jetzt 4.000 Euro. Das ist kein Stundenlohn. Stundenlohn. Okay. 69 Euro. Also ich habe keine Ahnung, was da realistisch ist. Ich denke, da wäre es schon mal wichtig, sich mit anderen zusammensetzen, was tatsächlich umsetzbar ist. 69, um mich zu bewerben, würde ich sagen 70, aber darum geht es jetzt, glaube ich, gerade nicht. Daher realistisch. Müssen wir sich zusammensetzen. Ich will jetzt hier nicht so tun, als müsste ich es sagen. Ich denke, es ist vielleicht nicht die Lösung, dass man sagt, was ist ein realistischer Mindestlohn, sondern was sind die Gesamtumstände, dass man unter diesem Lohn arbeiten kann. Was ist für dich ein realistischer Mindestlohn? In Wiesbaden, sagen wir mal. Nein, für dich ein realistischer Mindestlohn. Für mich als Person oder für den Bürger im Allgemeinen? Für den Bürger im Allgemeinen, deine Meinung dazu. Jetzt. Für den Bürger im Allgemeinen? Ja. Das kann ich nicht beantworten. Ich kenne die Zusammensetzung der Bürgerstruktur nicht gründlich genug. Ich weiß nicht, in welchen Berufen die tätig sind. Das war die Antwort, danke. 1.482 Euro. Durch 160. Jetzt aber mehr. Okay, also meine Frage richtet sich nochmal speziell an Oliver. Du hast gesagt, du bist Fördermitglied des Vereins Neudeutschland auch. Ja? Du bist also der Ansicht, diesen Verein sollte man fördern. Sehe ich das richtig? Ich bin der Ansicht, dass ich, also ich glaube, wir reden über zwei verschiedene Dinge. Wir reden darüber, wir müssen eigentlich im Grunde genommen erstmal austauschen, was deine Sicht von dem ist. Ich kann dir nur sagen, was ich fördere. Ich fördere das, was ich eigentlich hier auch sage. Und das heißt für mich mitgestalten, mit Verantwortung, Selbstverantwortung und eine Gemeinschaft aufbauen, ja? Wenn ich dich unterbrechen darf, dann bleibe ich bei meiner Version von Fördermitglied und sage, dass ein Fördermitglied deswegen Fördermitglied ist, weil es der Ansicht ist, einen Gedanken fördern zu wollen.
mit seinen Mitteln, ob das nun Taten oder Geld oder sonst was ist. Ja? Bleiben wir mal dabei. Ich möchte dich gerne mal fragen, ob du die angedachte Verfassung, die neue Verfassung von Neudeutschland.org kennst. Teilweise. Teilweise. Nicht aktuell, sie ist ja, soweit ich weiß, nicht auf dem fertigen Stande. Prozess. Gut, also ich, da jetzt möchte ich... Hau doch das Ding raus und mach doch nicht so ein Verhör, bitte. Nein, da möchte ich weiter wissen, ob du, was du zur Idee der Staatsform, die Neudeutschland.org sich vorstellt, sagen kannst. Welche ist das denn? So, die Idee, wie ich sie verstehe, ist eine Idee, wo selbstverantwortliche Menschen, wo Menschen nach ethischen Maßstäben gemeinsam eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft kultivieren. Das ist für mich das, was ich fördere. Und wenn du auf irgendwelche, ich weiß nicht, was ich höre zwischen deinen Zeilen irgendwas raus von Monarchie. Das tust du, ja, das steht exakt hier. Und solchen Dingen, ja. Das ist für mich überhaupt keine Frage, um die es hier gerade geht. Also für mich, schon, denn du bist Fördermitglied eines Vereins, ja, der vorhat, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland dahingehend zu ändern, eine Monarchie einzuführen, welche den einzigen Rechtszugriff und auch die Interpretation über Rechtsprechung nur dem Monarchen zugesteht. Ist dir das klar? Ist dir klar, was du da förderst? Ja, mir ist das vollkommen klar. Dir ist das vollkommen klar. Ja, aber wenn es so ist, dann muss ich sagen, das ist ja nicht demokratisch und wir sind ja schon alle demokratisch. Ich danke diese beiden. Gut, danke schön. Dann habe ich erstmal keine weiteren Fragen. Leider kannst du mal die Kamera ausschalten, also weil wenn die Kamera nicht an würde, würde ich jetzt einen Mittelfinger hochhalten. Also das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Ich kannte das gerade nicht, aber das finde ich natürlich äußerst... Aber spätestens jetzt haben wir einen gefunden, ne? Jetzt haben wir einen an den Eiern. Darf ich dich fragen, ob du den Paragraphen 1 unserer Satzung gelesen hast? Der ist. Was ist der Paragraph 1? In Paragraph 1 steht, was wir alles so wollen in der Partei und auch sehr klar, was wir alles nicht wollen. Und wir wollen zum Beispiel keine antidemokratischen Bestrebungen. Also ich, wenn du das siehst, ich sehe mich absolut als demokratisch, sogar mehr als demokratisch. Aber ich finde Monarchie jetzt nicht sehr demokratisch. Ja, vielleicht... Das ist ja kein Problem, dich von Neudeutschland.org jetzt hier zu distanzieren, oder? Es geht mir nicht darum zu distanzieren, es geht mir darum, was ich als Mensch da tue, ja, ist im Grunde genommen, warum ich auch hier bin. Für mich gibt es im Grunde genommen zwischen dem, was hier stattfindet und was du als Neudeutschland.org ist, keinen Unterschied. Eine Mitgliedschaft bzw. eine Fördermitgliedschaft in Neudeutschland.org widerspricht normalerweise den Grundsätzen der Piratenpartei nach § 1 unserer Satzung. Eigentlich hast du da oben nichts zu suchen. Ja. Christoph, das nächste Mal geht doch bitte an das Mikrofon und weiter auf das Stream des Raumes. Du hast recht. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Sobald unser vierter Kandidat wieder auf seinem Platz sitzt. Ich kann mal den, vielleicht kennen manche den ersten Paragraphen ja gar nicht. Ich kann ja nur den ersten Teil mal vorlesen, ist ja vielleicht nicht verkehrt. Die Piratenpartei Deutschland ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung geprägt, vom Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab. Das ist der Paragraph 1. Wenn du zum Beispiel das... Wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, ob ich dazu stimme, kann ich sagen, ja, stimme ich zu. Stimme ich zu dem ersten diesem Punkt da. Wirklich, absolut. Für mich spielt der links und rechts jetzt auch keine übergeordnete Rolle, weil ich in diesen Schubladen nicht mehr denke. Nur, ich bin auch eigentlich kein Mensch, der übersensibel ist. Als du das erste Mal gefragt wurdest, hast du zweimal besonders betont Deutsche gesagt und einmal besonders betont Türken. Beide Wörter, also die drei Wörter, sind mir besonders rausgestochen. Ich musste jedes Mal zusammenzucken, obwohl ich da nicht übersensibel bin.
Hat deine Betonung noch eine andere Ursache gehabt? Oder wolltest du da einfach nur differenzieren? Vielleicht wollte ich nur differenzieren, aber für mich, ich bin mit vielen Türken befreundet, ich bin mit Amerikanern, mit Australiern, ich bin in der ganzen Welt mit Menschen befreundet. Ich habe keine Probleme mit, ich sehe mich als Kosmopolit und wir sind alle Gäste dieser Erde. Ich finde, wir sollten das Thema Deutschland jetzt verlassen und wieder zum Fragen vorstellen. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Es ist doch ganz einfach, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du unterstützt das neue Deutschland und hast es aber nicht. Ob das eine Monarchie ist oder nicht, ich brauche kein Mikrofon, aber ich nehme es auch gerne. Also es gibt zwei Möglichkeiten, ganz einfach. Du bist ein Supporter von Neues Deutschland, die ich nicht kannte. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du hast es nicht gelesen, dass diese Vereinigung für eine Monarchie eintritt und wusstest es nicht, dann kannst du jetzt sagen, scheiße, dem stimme ich nicht zu. Oder du hast es gewusst und dann muss ich sagen, hast du hier nichts zu suchen. Und diese Antwort nutzt du dich. Ich mache dir keinen Vorwurf, ich finde diese ganze rechtsextreme Geschichte, was hier da, und du hast Deutsch so betont, das finde ich alles Schwachsinn, Entschuldigung. Finde ich total in eine Richtung zu drücken, auch unangebracht etc. Es war unglücklich formuliert, mehr war das nicht. Aber diese Geschichte, du bekennst keine Flagge. Sag doch mal bitte, kanntest du diesen Passus oder nicht? Ich kenne diesen Passus, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Monarchie, Monsieur. Was ist für dich Monarchie? Was ist für mich etwas, Monarchie? Was ich nicht will. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, willst du's? Weißt du, für mich geht es darum, da anzufangen, wo Gib wir mir stehen. Gib mir doch mal eine klare Antwort, bitte. Die Antwort wäre Nein gewesen, die richtige. Ich habe dir dreimal jetzt die gegeben. Tür aufgemacht. Dann hast du sie ja gegeben, die Antwort. Es geht ja um dich. Um dich geht es doch. Die Frage ist, was du unter Monarchie verstehst. Ich habe gerade sehr genau gesagt, was ich hier darstelle. Ja? Ich stehe hier für niemanden anderen. Ich stehe auch nicht für Hallo, Deutschland. Wir wollen Transparenz, wir wollen direkte Demokratie, wir wollen Dinge. Ich stelle dir eine Frage, bei der du mit Ja oder Nein antworten kannst. Antworte doch mal, nicht eher du. Dich frage ich. Ich glaube, ich habe eine Antwort gegeben, oder? Welche war die denn? Hast du sie nicht gehört? Ich war auf dem Klo vielleicht gerade. Nee, ich habe sie gegeben. Welche ist die denn? Ich rede seit einer Stunde hier. Das ist meine Antwort. Tut mir leid. Und du sprichst im Grunde genommen von Dingen, die du gerade eben neu erfahren hast. Ja, genau. Aber hast dich noch gar nicht informiert. Ja, brauche ich auch nicht, weil das Wort reicht mir. Ich will da gar nicht mehr drüber wissen. Ja, gut. Soll ich dann weitermachen? Ja. Ich bin ein bisschen besser informiert. Soll ich weitermachen? Ja. Ich denke mal, das sollte jetzt der letzte Wortbeitrag sein. Nee, so lange Fragen sind, werden nicht beantwortet. Und kommt mal zum Punkt. Dass wir auch also ich teile seine Meinung ganz klar. Es ist eine ganz klare Alternativfrage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und ich hätte die gerne mit Ja oder Nein beantwortet. Jetzt. Für mich gibt es keine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden muss. Gut, okay. Also ich finde... Ich gehe da mal irgendwie raus, bis das geklärt ist hier, weil ich finde das alles wirklich... Also das ist wirklich... Unterirdisch, Entschuldigung. Ich denke, wir machen erstmal eine kleine Pause. Ich unterirdisch. Also mit der Rutschungsbewegung. Okay, dann will ich wieder ein bisschen Ruhe bitten. Dann machen wir gleich mit der nächsten Frage weiter. Wie würdet ihr an die Besetzung von Stellen in eurem persönlichen Stab herangehen? Nochmal formuliere ich die Frage, wie würde ich persönlich in die Besetzung des Beraterteams herangehen? Des Stabes persönlich. Lieber des Stabes? Stabes, okay. Sehr schön, ich habe genug Zeit zum Überlegen gehabt. Ich denke mir mal, ich würde erst einmal die Menschen angucken wollen. Da würde ich nur meine Intuition wirken lassen, meine Erfahrung vielleicht, würde ihn auch fragen wollen, wie er sich das vorstellt. Ich würde versuchen wollen, eine Schnittmenge zu finden und ich würde mir mit Sicherheit auch gerne mal die Erfahrungswerte, die der Mensch in den einzelnen Bereichen mitbringt, mir dann anschauen wollen. Und aus diesem Sammelsurium würde ich dann mit ihm gemeinsam schauen wollen, oder würde auch selbst mit der Entscheidung fällen, ob das mit jemandem wäre, mit dem ich zusammenarbeiten könnte. Grundsätzlich wäre es mir allerdings sehr daran gelegen zu sehen, wie begeisterungsfähig ist dieser Mensch und wie sehr kann er andere begeistern, weil ich denke, darauf kommt es auch sehr an.
Ja, für mich wäre die Besetzung des Stabes auch sehr wichtig, dass man einfach menschlich miteinander auskommt und dass man sich menschlich kennenlernt und da eine gemeinsame oder eine relativ gemeinsame Basis findet und dann vielleicht auch in verschiedene Ressourcen eingeteilt. Zum Beispiel finde ich gerade die Piratenpartei, sehe ich als eine Partei, die für mich sehr vorbildlich im Internet agiert und ihre Seite, die ich mir jetzt etwas genauer angeguckt habe durch dieses Casting, bin ich vorbildlich und fand es auch sehr schön, wie man da gleich willkommen geheißen wird. Zum Beispiel die Wiesbadener Seite würde ich mir ähnlich vorstellen können. Also auf jeden Fall eine Person, die stark im Internet oder die überhaupt die Partei wieder stark das repräsentieren kann und auch das Meinungsbild dort repräsentativ mehr oder weniger abfragen kann und dort aktuell. Und ja, aber der hauptentscheidende Punkt ist wirklich diese gemeinsame menschliche Ebene, wo man gemeinsamen Konsens findet und dann ein starkes Team bilden kann. Zuallererst natürlich erstmal ausschreiben und als zweites nach danke Sepp, als zweites nach Fachkompetenz und als dritten Punkt nach persönlichen Kompetenzen, also ob ich mit den Leuten gut kann. Aber ich denke mal, dass die Leute Ahnung haben von dem, was sie tun. Das ist an der Stelle mal das Wichtigste, dass man sich auf sie verlassen kann fachlich. Der erste Punkt ist, dass es natürlich eine faire Ausschreibung geben muss, der Stelle. Ich selbst arbeite sehr gerne mit Frauen zusammen, weil oftmals nicht ein so starkes Konkurrenzdenken wie unter Männern entwickelt ist und Frauen sehr oft pragmatischer sind. Ich würde als erstes mal ihn nehmen und ansonsten würde ich mir denken, einer muss loyal sein, einer muss kontrovers sein und einer muss ein absoluter Querdenker so ein bisschen, ja, der muss Dinge entwickeln, auf die man einfach nicht kommt. Und die vierte Person muss aus dem jetzigen Bestand der Stadt Wiesbaden sein, weil er entsprechend die Netzwerke und Zusammenhänge kennt. Und ich glaube, so grob gesprochen, das wäre ein sehr gutes Team. Für die nächste Frage ist wieder eine Zuschauerfrage. Wie würdet ihr Kunst, Kultur in Wiesbaden fördern und welche Art von Kunst? Ich denke, die klassische Kunst steht in Wiesbaden gar nicht so schlecht da. Wo ich dringend Handlungsbedarf sehe, ist vor allem im Bereich der Dinge, die halt die Jugend interessiert. Denn die jetzige Situation ist ja schlicht und ergreifend die, dass die Jugend nach Mainz und Frankfurt ausweicht, weil hier in Wiesbaden gibt es einfach zu wenig Angebote. Also Kunst würde ich nicht von der Kultur trennen, weil das ist ein Teil der Kultur. Ich selbst beschäftige mich und sammle auch zeitgenössische Kunst und würde mir wünschen, dass auf der einen Seite mehr experimentelle Kunst stattfindet, die auch einen starken elektronischen Bezug hat. Aber auf der anderen Seite würde ich mir auch mal wünschen, dass man eine der ganz großen Ausstellungen in Wiesbaden stattfindet und einen der ganz großen Künstler, einen Richter oder einen Lütter oder einen anderen zu begeistern, mit Wiesbaden mal eine dezentrale Ausstellung zu machen. Also irgendetwas, was den Ruf in Wiesbaden mal wieder so in die Bundes- oder europäische Presse hebt und Leute wirklich kommen in diese Stadt deswegen, aber auch die Bürger selbst stolz drauf sind. Und das Ganze lässt sich nicht trennen von Kultur. Es wäre schön, wenn es mal ein Kunst-Kultur-Festival geben würde, wo wirklich diese Stadt brennt, zwei Wochen lang, drei Wochen lang, vier Wochen lang. Das wäre mein Wunsch. Die offenen Ateliers im Westend gefallen mir sehr gut, künstlerisch betrachtet und auch für mich kulturell. Und solche Dinge noch weiter auszudehnen auf den ganzen Wiesbadener Raum, finde ich sehr wichtig, dass regionale Künstler ermutigt werden und auch ihre Kunst darzustellen. Vor 20 Jahren oder ich weiß nicht genau, gab es mal diese Wiesbaden Bewegt, glaube ich, hieß das, wo im ganzen Sommer ganz, ganz viele verschiedene Einzelpersonen und Gruppen sich künstlerisch in dem ganzen Stadtgebiet auch auf verschiedenen Linien und Punkten, von Biebrich, Schierstein, auch bis in die Innenstadt und überall künstlerisch ausgedrückt haben. Solche Dinge finde ich sehr wichtig und auch, dass Kunstobjekte, Plastiken und solche Dinge viel mehr das Stadtbild prägen, auch von, eben von regionalen Künstlern, eben die Kunst, die hier aus dem Gebiet, aus den Menschen herauswächst. Das finde ich absolut förderungswürdig und das wäre eine wichtige Priorität. So, an der Stelle habt ihr mich. Ich bin ein relativ großer Kunstbanause. Nichtsdestotrotz besuche ich auch schon mal die ein oder andere Galerie, Museen,
finde ich schon sehr interessant. Ich denke, woran es immer wieder hapert, ist halt auch deutlich das Geld. Wie werden die Gelder verwandt? Wer bekommt welches Geld? Wer wird subventioniert? Wer hat die Möglichkeit, überhaupt mit seiner Kunst in die Öffentlichkeit zu treten? Weil nur weil ich Künstler bin und ein kleines Atelier habe, heißt es noch lange nicht, dass ich gesehen werde. Ich denke, das wäre mal ganz interessant. Gerade so die, das würde mich persönlich mal interessieren, so die im Stillen und Verborgenen arbeiten, die kaum zu sehen sind, die würde ich mal versuchen wollen zu fördern. Die würde ich mal ganz gerne ein bisschen ans Tageslicht holen wollen. In der Vergangenheit sind viele Funktionen der Stadt an externe GmbHs ausgelagert worden. Was ist eure Meinung zu dieser Vorgehensweise? Den ersten Teil der Frage habe ich nicht verstanden. Ich würde auch ganz gerne mal die Frage ruhig, weil das... Gehen wir mal ein bisschen langsamer. In der Vergangenheit sind viele Funktionen der Stadt in externe GmbHs ausgelagert worden. Was ist eure Meinung zu dieser Vorgehensweise? Also wenn etwas in private Hände kommt, ist halt immer auch der Punkt die Gewinnabsicht. Und da würde ich ganz gerne schauen, dass nicht unbedingt die Gewinnabsicht im Vordergrund steht, sondern eben die Förderung der Stadt und der Menschen. Und das wäre für mich ein ganz wichtiger Maßstab. Und leider ist es ja meistens so, dass solche Unternehmen dann manchmal das nur eben tun, um einen gewissen Gewinn vielleicht zu haben. Aber wenn sie eine gute Motivation haben, die Motivation kann auch von Seiten der Verwaltung in Anführungszeichen mehr auf das, wie soll ich sagen, Maximierung von Kapital sein, anstatt auf die tatsächliche Menschenförderung, dann unterstütze ich das. Also ich denke, an der Stelle ist auch mal wieder das beste Schlagwort zu geben, Transparenz erforderlich. Sicherlich kann die Stadt nicht alles umsetzen. Ich erlebe das auch in meiner Arbeit, da ist manchmal ganz gut, dass man Praxis etwas übernimmt, das ist so ein Outsourcing genannt. Aber ich denke, da gibt es Bereiche, da müsste man sich noch ein bisschen schlauer machen, als jetzt hier einfach nur eine kluge Rede zu schwingen und mal zu schauen, welche GmbH, wem macht es Sinn, bei wem macht es keinen Sinn. Es geht immer wieder ums Geld und da muss tierisch aufgepasst werden, wie damit umgegangen wird, egal ob es öffentlich ist oder nicht. Prinzipiell sind solche Partnerschaften ja nichts Schlechtes, aber wir haben hier in Wiesbaden, glaube ich, genug Beispiele, wo man sieht, dass es eigentlich nicht funktioniert, weil die Interessen einfach ganz krass miteinander kollidieren. Die Aufgabe des Staates ist es, die Grundversorgung sicherzustellen und die Wirtschaft, die hat natürlich nur Gewinne in sich, im Blick. Also ich bin dagegen. Ich würde die Frage sogar noch um eins aufbohren. Ist es umgekehrt legitim, dass der Staat Firmen gründet, die der privaten Wirtschaft Konkurrenz machen? Ich finde beides, so wie du es auch gesagt hast, nicht gut. Die Versorgung sollte vom Staat, der Kommune oder von wem auch immer sichergestellt werden, dabei sollte er bleiben. Und die privatwirtschaftlichen Aufgaben sollten auch in der Privatwirtschaft bleiben. Es mag Sonderfälle geben, die im Einzelfall zu prüfen sind, wo es Sinn macht, aber diese können nur unter größtmöglichster, dann haben wir das Wort wieder, Transparenz entschieden werden und nur im Einzelfall. Und keinesfalls darf es die Regel werden, wie es ja schon so ist. Und eins nochmal dazu zu sagen, auch diese PPP-Geschichte, einer der wichtigsten Punkte ist ja der, in dem Moment, in dem ein PPP oder eine Vereinbarung geschaffen wird, ist ja auch die Transparenz erstmal weg. Und der Bürger erfährt nichts darüber und es kann im kleinen Kämmerlein vereinbart werden. Und das ist natürlich, allein deswegen müssen wir schon sagen, grundsätzlich nein. Wenn dann nur, nochmal größtmöglichste Transparenz und in Einzelfällen. So, wieder eine Zuschauerfrage, Bernd. Ich habe eine Frage von außen, die habe ich vorhin telefonisch bekommen. Möchte ich gerne auch jetzt einfach mal nur durch Hand aufheben beantwortet wissen. Und die Frage lautet... Durch Hand auflegen. Durch Hand auf... aufheben. Ich werf meine Hand hin, du hebst sie wieder auf. Okay. Also, wer von euch kennt denn die Aufgaben eines Oberbürgermeisters? Zur Hälfte. Nee, wir haben ja alle im Fragebogen geschrieben, was die Aufgaben sind, oder nicht? Doch, natürlich. Aber genau. Gut, danke. Das genügt schon. Danke. Ich weiß nur, dass der Polizeiknollen immer vom Oberbürgermeister einen Briefkopf hat. Der Parkscheinknollen. Aber war das nicht eine der Fragen im Fragebogen? Die alle beantwortet haben? Ja. So, nächste Frage. In den letzten Jahren hat sich viel in Wiesbaden getan und derzeit sind ebenfalls einige Projekte in der Umsetzung. Welche der Entwicklungen gefallen euch und welche nicht?
Okay, Privatisierungen gefallen mir überhaupt nicht. Zum Teil auch nicht anders möglich, weil das Management versagt hat. Öffentlich verschwendete Gelder für Prestigebauten gefällt mir auch definitiv überhaupt nicht. Die Stadt zuzubetonieren auf gut Deutsch und überall Bauten hinzustellen, die fragwürdig sind, wem die überhaupt was bringen, braucht auch keiner. An der Stelle wieder mal Transparenz, wieder mal Bürgerbeteiligung, das wäre für mich an der Stelle sehr wichtig, um zu sehen, wie sieht der Bürger das, wie sehen die Leute das, was halten die davon, nicht erst, wenn irgendwelche Umfragen wieder gestartet werden, weil jeder befürchtet, um Gottes Willen, das kommt jetzt wieder auf uns zu. Mir gefällt unter anderem die Entwicklung im unteren Westend, gerade Wellrichstraße und diese Ecke, weil ich da sehe, da sind sehr viele Menschen, die dort vor Ort Initiative ergreifen und Geschäfte eröffnen. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Ich sehe auch, dass insgesamt in der Stadt was gemacht werden möchte, auch durch diese Projekte, wie jetzt zum Beispiel diese ganzen Konsummalls, die da entstehen, sind ja im Grunde genommen auch ein Drang, Wiesbaden zu verändern, aber die Richtung, die da ist, die gefällt mir nicht. Na, ganz speziell natürlich der Platz der Deutschen Einheit. Da hätte man ja mindestens zum Beispiel so ein Gebäude wie am Luisenforum hinmachen können. Ein rundes Gebäude, was ein bisschen geschmeidiger und integrierender gewesen wäre. Grundsätzlich bin ich natürlich für die offene Fläche, weil du fragst bitte. Aber nur jetzt so als Kompromiss, wenn Sie schon anstatt diesen Platz waren. Aber das brauche ich jetzt nicht auskennen. Ich finde, dass man diese Bedürfnisse in Wiesbaden, dass es wirklich was zu verändern gibt, aufgreifen muss, in eine neue Kanäle führen muss und wirklich freie Räume weiter erhalten muss. Und das erstmal. Sehr gut, gefällt mir, wie sich der Schlachthof verändert hat in den letzten Jahren. Ich habe da früher noch auf dem Beton und der alten Pipe rumgesessen. Mit den Grünflächen ist das alles schon deutlich schöner geworden. Und ich denke auch, dass der Neubau das Ganze dann nochmal ein bisschen steigert. Sehr schön finde ich die Lime-Survey-Instanz der Stadt Wiesbaden, die gerade online gegangen ist. Das ist ein Modell, das muss man auf jeden Fall ausbauen. Außerdem die Entwicklung im Wellritztal, damit wieder mehr Frischluft in die Stadt kommt. Nicht so gelungen ist der Ort, wo sie die Rhein-Main-Halle bauen wollen. Platz der Deutschen Einheit ist schon genannt. Also mit den Positiven soll man anfangen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es so eine Veranstaltung hier gibt und dass es die Piraten in Wiesbaden gibt und dass einige, ich will jetzt keinen persönlich nennen, aber sich engagieren über alle Maßen, um so eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Das ist etwas Neues in Wiesbaden. Der Schlachthof hast du genannt, es gibt einige positive Entwicklungen, aber was mir mehr Sorgen macht, die negativen überwiegen, ich will jetzt nicht die Einzelprojekte nennen, aber was viel interessanter ist, ist, dass so eine schleichende Entmachtung und Entrechtung des Bürgers stattfindet. Wobei man auch sagen muss, also es gibt auch ganz klar eine Hohlschuld und man kann nicht schimpfen, ohne versuchen, sich zu informieren. Und das ist eine der Hauptaufgaben, glaube ich, dass wir die Bürger überhaupt wieder dafür begeistern müssen, teilzunehmen und Informationen zu fordern, abzurufen, abzufordern. Vielleicht überwiegt irgendwann dann das Positive. Vielleicht sind dann auch solche Prozesse wie Platz der Deutschen Einheit nicht mehr möglich, weil im Vorfeld der Aufschrei schon so groß ist. Vielleicht kann es dann gar nicht mehr ins Stadium gehen, wo dann im kleinen Kämmerlein entschieden wird, was läuft da. Das wäre mein Wunsch. Es gibt positive Dinge, ich glaube aber im Moment, die Entwicklung überwiegt die negative und ganz große Sorge, deutschlandweit, europaweit machen wir natürlich die Immobilienpreise und die Mieten, die daraus resultieren, weil irgendwann für viele Wohnraum, speziell in Wiesbaden, nicht mehr bezahlbar wird. Das sehe ich mit ganz großer Sorge. So, Richard hat noch eine Frage. Das ist doof, jetzt habe ich sie gerade vergessen. Du wolltest wegen Wahlkampf was fragen. Komm mal hoch, kannst du mal ausprobieren, die Uhr. Ja, genau, also wegen Wahlkampf. Gut, dass du mich erinnerst. Ja, ja. Ihr habt euch ja vermutlich alle mit der Piratenpartei beschäftigt und wenn jetzt einer von euch das Rennen nicht macht, ist er dann trotzdem bereit, den gewählten Kandidaten zu unterstützen? Und in welcher Form? Du wolltest aber auch fragen, wie man das selbst macht. Natürlich, ich bin Teil der Wiesbadener Piraten und ich werde natürlich unseren Kandidaten so gut ich kann unterstützen. Also
Also wir haben uns da eben draußen kurz drüber unterhalten, deswegen, es war jetzt nichts Geheimes oder Abgesprochenes. Also ihn würde ich sofort unterstützen, muss ich sagen. Mir geht es aber auch darum, was tut jeder selbst für sich, was kann er einbringen? Und die Frage, finde ich, ist noch gar nicht besprochen worden, weil es geht ja nicht nur darum, wer ist jetzt sympathisch oder passt den Piraten oder sonst was, sondern ich glaube, am Ende des Tages verbindet uns alle der Wille, etwas zu verändern. Und um etwas zu erreichen, muss man auch gewisse Dinge tun. Invest reingeben an Zeit, an anderen Dingen, um möglichst viele Bürger, die nicht gewählt haben, zu erreichen. Nochmal, das ist ja die ganz große Chance der Piraten und des Oberbürgermeisterkandidaten, von denen, wie viel waren es, 72%, die nicht gewählt haben, möglichst viele zu erreichen. Dann müssen wir uns gar keine Gedanken machen, ob jemand den Müller wählt oder nicht. Ja? Und da glaube ich, muss man viel, viel tun. Und die Frage ist auch, wer kann was tun? Wer kann Plakate selbst geben? Wer kann vielleicht auch mal eine befreundete Druckerei fragen? Ich bin jetzt sehr vorsichtig mit Geld, weil ich weiß, dass das ein neuralgischer Punkt ist bei den Piraten. Aber wenn man was tut, dann finde ich richtig. Und man sollte nicht antreten hier und sagen, Sand im Getriebe so ein bisschen und Themen aufgreifen. Ich finde, das reicht den Piraten auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wer die Talkshow gesehen hat mit eurem Bundesvorsitzenden. Ja, ich fand, der hat euch keinen großen Gefallen getan. Und wie die Presse auch die Piraten behandelt, das ist ungerecht im Moment. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite bieten die Piraten natürlich auch sehr viel Angriffsfläche. Und deswegen, um zum Schluss zu kommen, habe ich immer gesagt, ich sympathisiere mit den Piraten. Ich bin aber bewusst wegen dieser Veranstaltung noch nicht eingetreten. Weil ich glaube, ein parteiloser Kandidat der Piraten erhöht die Chancen deutlich. Ich empfinde die Piraten auch als eine sehr sympathische Bewegung und so wie ich sie jetzt auch kennengelernt durfte und würde es auf jeden Fall weiter fördern, weil es ja letztlich darum geht, miteinander im Gespräch zu sein und diese gemeinsame Vision zu haben, dass alle Menschen mitgestalten, mitbestimmen und mitwählen. Und, so in der Monarchie kann man doch gar nicht mehr wählen. Entschuldigung, dass du mir die Steilvorlage gibst. Ja. Da habe ich mich mal dezent zurück. Als ich hierher kam, dachte ich mir, ist das jetzt hier so ein Gladiatorenveranstaltung, wo das Publikum dann später entscheidet, den da oder den da, nur einer wird es machen. Ich denke, es ist wichtig, ich glaube sogar wichtiger denn je, dass man gemeinsam Projekte umsetzt. Und da spielt es keine Rolle, ob ich oder Hans Gustav oder sonst wer gewinnt, schon wenn der Hans daneben parallel Name ist. Also ich würde mich für jeden sofort mit einsetzen. Bei mir geht es tatsächlich einfach nur darum, in der Stadt was zu bewegen und dann ist es mir gerade egal. Also klar kann ich schon abends sagen, hey Leute, ich habe das, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um mich, es geht darum, dass wir gemeinsam was bewegen. Und von daher, ich bin auch recht entspannt, dass wir uns hier so im Augenkontakt befinden und feststellen können, okay, wir sind auf einer Wellenlänge und können gemeinsam was umsetzen. Okay, es gibt noch eine Zuschauerfrage. Ja, ich möchte eine Frage stellen. Es besteht ein gewisser Konsens, glaube ich, darin, dass die lokale Wirtschaft, sprich die Geschäfte, unterstützt werden sollen. Also keine großen Ketten mehr oder nicht noch ein Geschäft, es ist wörtlich, glaube ich, gefallen, also nicht noch ein Starbucks oder wie auch immer. Jetzt ist vorhin mal der Begriff Engelgeld genannt worden. Inwiefern könnte das denn zur Belebung beitragen oder was ist das überhaupt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und wie wird das in der Bevölkerung, also von der Bevölkerung angenommen werden? Gibt es da eine Hypothese oder genauere Informationen dazu? Das ist nur eine Frage an Oliver. Regionales Geld, was euro-unabhängig ist, ja, das könnte eine Identifikation mit der Region bedeuten. Ich will es jetzt mal hier in diesem Kontext mal vom Engelgeld freimachen, sondern einfach mal jetzt einfach ein Regionalgeld zu haben, das im Grunde genommen erstmal dadurch, dass es ein Regionalgeld ist, ihr dein Bewusstsein verändert überhaupt, was Geld ist. Es ist ein großer Lernprozess, kann dadurch stattfinden und einen regionalen Bezug haben, weil ich weiß, okay, ich kann es zum Beispiel nur in meiner Region benutzen und ausgeben und in Fließen halten. Und das finde ich ein sehr förderungswürdiges Medium, um Identifikation mit der Region und unter den Menschen zu fördern. Okay, diese Ansprüche sind ja eigentlich nicht schlecht. Wie stehst du denn dann zu einem Rückfluss aus einem Regionalgeld in Sozialkassen?
Und zu dem Bezug zum Steuersystem, siehst du das komplett losgelöst, weil es gibt ja auch Konzepte, wo das durchaus berücksichtigt wird. Weil was ist, wenn man arbeitslos wird und die ganze Zeit nur von Regionalgeld gelebt hat und so weiter und so fort. Krankenversicherung und sowas kommt in solchen Modellen ja selten vor oder gar nicht. Darf ich noch einen Satz dahinter her schieben? Lass ihn doch gerade mal antworten. Ja, das ist im Kontext. Im Zusammenhang auch mit zum Beispiel ALG-II-Bezug, also Leute, die im ALG-II-Bezug, also wenn Leute schlechter gestellt sind, also weil er meinte sozialen Rückfluss, also das muss ja auch irgendwie berücksichtigt werden, dass nicht alle Leute so viel Geld zur Verfügung haben und vor allen Dingen, welche Shops oder welche Geschäfte soll es überhaupt umfassen, das wird ja nicht flächendeckend sein. Es muss erstmal damit anfangen, dass man das im Grunde genommen positiv sieht, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt. Und es ist etwas wie eine Pflanze, die anfängt zu wachsen. Man kann nicht gleich sagen, so jetzt hier alle Regionalgeld, sondern es muss im Grunde genommen erstmal ein Bewusstsein. Die Idee, es gibt ja, weiß nicht, über 100 Regionalgelder in Deutschland. Das ist so, das ist ja ein sehr, schon ein sehr ausgebrochtes Medium, das zu machen. Und damit fängt es im Grunde genommen an und das könnte für Wiesbaden eine Möglichkeit sein, oder zumindest für die Region, zu sagen, okay, ich kaufe dann nur noch dort ein. Und wie das dann in das Große mit Steuern und Krankenversicherung und so weiter, das sind so große Fragen, die kommen erstmal, wenn erstmal muss man klein anfangen und das erstmal überhaupt im Bewusstsein haben und anwenden und sehen, was das mit einem macht. Und danach geht es natürlich grundsätzlich darum, dass es fördern soll, dass gerade die Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dort auch einen anderen Bezug zu Geld gewinnen und auch Werte und Gegenstände bekommen wird. Stimmst du mir zu, dass es wirklich schwierig ist, sowas zu erproben und dann quasi eine Schwarzgeldwirtschaft zu erstellen damit, dass das die Gefahr besteht? So wie du das gerade beschrieben hast? Es besteht immer die Gefahr, dass Dinge schlecht laufen, das stimmt, ja. Shit happens, das stimmt. Aber das ist mit allen Dingen, ob das mit Regionalgeld ist oder mit welchem Produkt auch immer. Ich denke, es ist immer natürlich die Frage der Motivation und der Bereitschaft, das zu tun. Also ich, wer da nicht mitmachen will oder da eine sehr negative Einstellung hat, wird das natürlich nicht fördern dadurch. Ja, man muss natürlich eine gewisse Haltung dazu haben und eine gewisse Offenheit und Bereitschaft. So wie, ja, so ist das Leben. Letzte Frage zu dem Thema. Ja, wäre denn die Einführung dann eine Planung, wenn du Bürgermeister wärst, theoretisch, also den Vorschlag zu machen oder die Einführung? Ja, ich wäre dafür, das einzuführen und ich würde, aber das kann nur dann getan werden, wenn die Menschen natürlich das auch annehmen. Es ist immer nur eine Frage, es ist immer, wie sagt man, zwei Hände drauf zu klatschen. Ja. Inwieweit passt das zu deiner Aussage? Warte. Inwieweit passt das zu deiner Aussage, dass die Kommunen nicht genügend Geld haben und sie gefälligst vom Land und vom Bund weiteres Geld bekommen sollen, wenn du hier in Wiesbaden Engelgelder einführen willst? Das heißt, das Geld kommt von außen und dann wird das hier intern in Engelgeld umgewandelt und wir sind alle glücklich. Also, Entschuldigung, wenn ich dich kurz direkt anspreche, wir sind ja hier beim Krellen, aber ich habe so das Gefühl, du hast eine unglaublich aggressive Voreinnahme. Ja? Ja. Deswegen besteht da eine gewisse. Da hast du vollkommen recht, das war auch schon bei deinem Kollegen so, der vor zwei Jahren da war. Ja, und deswegen ist es, wenn man nicht das Wichtigste für mich von Demokratie, weil wir ja Demokratie, glaube ich, auch, wie ich sehr wichtig sehe, ist zuhören. Und zuhören hat was mit Offenheit zu tun. Und wenn man aggressiv ist und verspannt, wie ich dich gerade wahrnehme, Entschuldigung. Ich bin absolut tiefenentspannt, das muss ich ganz klar. Ich finde jetzt wirklich, Du antwortest gegenteilig. Im Grunde genommen schau dich doch an, bitte. Entschuldigung, wenn ich das so wahrnehme. Du bist nicht offen. Offen heißt, seinen Kopf frei machen von Konzepten. Und erstmal alles loslassen und dann neu hinschauen. Wir haben bei den Piraten eine Devise, das heißt, denk selbst, und das tue ich gerade. Ja, aber denk selbst hat auch erstmal da zu tun, wenn du dich für neue Dinge öffnen musst, musst du erstmal offen sein. Und dann kommt der Verdauungsprozess. Aber weißt du, wie du gerade guckst? Du guckst so, dass du gar nicht zuhörst. Das kommt gar nicht an bei dir. Echt? Sowas? Ja. Also wir hatten diese Diskussion. Wir hatten diese Diskussion bereits vor zwei Jahren schon. Von daher weiß ich nicht, was du hier willst. Ich schlage vor, wir machen jetzt mit den Fragen weiter. Gleich danach gibt es die Open Mikro-Runde. Da können wir dann noch eure Fragen stellen. Ich habe hier noch
eine Frage. Danach gibt es vergeben der Daten noch die Gelegenheit für ein kurzes Abschlussstatement. Danach gibt es die Mikrorunde und danach machen wir dann das Meinungsbild. Was machen wir danach? Dann am Ende? Meinungsbild. So, welchen Stellenwert hat für euch das Thema Wirtschaft? Wie würdet ihr mit Unternehmen umgehen, Verlinksiedlungen fordern, um sich in Wiesbaden anzusiedeln oder in Wiesbaden zu bleiben? Das ist eigentlich ganz einfach. Alle Subventionen, die wir kommunal entscheiden könnten, würden abgeschafft werden. Das ist eines der Hauptziele. Und eine Subventionsentscheidung gibt es nur im Einzelfall. Und zwar zum Beispiel dann, wenn sich ein energieintensives Unternehmen hier ansiedelt und sagt, 5000 Arbeitsplätze, was kriegen wir dafür? Dann muss durchaus die Bereitschaft bestehen, Subventionen zu zahlen, im Verhältnis zu den Arbeitsplätzen, aber nicht dann, wenn das Unternehmen wieder abbaut. Und wir haben ja vorher alle Subventionen abgeschafft, das heißt, wir haben schon mal 95% gespart. Und das Geld können wir woanders verwenden. Für ein Unternehmen, was sich mit dem Ziel trägt, abzuwandern, Reisende soll man nicht aufhalten. Erpressbar darf eine Kommune, ein Land oder der Bund nicht sein. Aber umgekehrt, eine Einzelfallentscheidung für eine Ansiedelung halte ich durchaus für positiv, aber zweckgebunden, arbeitsplatzgebunden etc. Wenn wir für 5000 Arbeitsplätze so viel mehr und Gewerbesteuer einnehmen, weil das Headquarter von mir aus auch eines globalen Unternehmens, macht doch nicht immer die Bösen. Es kann doch sein, wenn ein Headquarter eines globalen Unternehmens, was vielleicht auch noch in regenerativen Energien, Entschuldigung, das stört wirklich ein bisschen. Christoph, sorry, Entschuldigung, ich verstehe, dass du erregt bist, hat man ja eben schon. Finde ich ganz wichtig, also nicht den globalen Konzern per se verdammen. Aber gut, also warum sollte die siebte Starbucks-Filiale oder das dritte H&M was kriegen? Da gebe ich vollkommen recht. Aber wenn wir Gewerbesteuer bezahlen am Standort und das Headquarter eines globalen Unternehmens, ich sag mal zum Beispiel die SGL Carbon, die jetzt umgezogen ist, gerade wieder in die Söhnlein-Villa, die bewusst gesagt haben, wir sind in Malaysia präsent mit dem, dem und dem, aber unser Headquarter bleibt hier und wir sind, glaube ich, der größte oder zweitgrößte Gewerbesteuerzahler in Wiesbaden. Warum denn nicht? Natürlich nehmen wir das gerne und tun dann mit diesem Geld wiederum Gutes. Ganz klares Statement. Wirtschaftsförderung muss es geben, aber anders als sie gemacht wird. Und Subventionen per se, da haben wir genug Erfahrung, dass wir sagen können, weg damit. Erstmal nicht. Also ich finde das mit den Subventionen auch eine ziemlich kritische Angelegenheit. Zum einen stimme ich dir in gewisser Weise zu. Es kann Fälle geben, dass es das durchaus sinnvoll ist, müssen dann aber Einzelfallentscheidungen sein, aber man muss halt auch einfach sehen, dass man sich damit unter Umständen auch ein Stück weit die heimischen Betriebe platt macht, die nicht subventioniert werden im Vergleich zu denen, die dann zuziehen und vielleicht noch mehr Arbeitsplätze schaffen. Finde ich nicht so gut. Ja, aber wir haben doch keinen, wenn wir ein Beispiel Carbonhersteller hat, der sein Headquarter hat, gibt es doch keinen lokalen Mitbewerber in der Größenordnung. Um kurz den Punkt zur Globalisierung zu sagen, ich finde die Globalisierung auch wichtig. Ich finde auch wichtig, dass Menschen, dass Unternehmen aus aller Welt im Grunde genommen ihren Platz finden. Aber das ist ja existent. Das brauche ich nicht mehr weiter zu fördern. Da ist es eher sogar, dass es zu viel ist. Für mich ist es wichtig, die Regionalwirtschaft zu fördern und die regionalen Unternehmen hier, dass der Charakter Wiesbaden wieder neu erhalten wird und ein neues Bild bekommt. Und dann kann auch international wunderbar, finde ich sehr, sehr wichtig mit allen Ländern der Welt in dieser Stadt hier. Wiesbaden hat sich auch mit Wiesbaden international schon geworben, finde ich sehr, sehr wichtig. Aber jetzt momentan sollten Prioritäten auf die Regionalwirtschaft gelegt werden. Heißt das, du würdest die Regionalwirtschaft fördern? Fördern, ja. Subventionieren? Also, nein, ein Klima schaffen, dass die Menschen sagen, ja, ich mache jetzt im Westbend ein Geschäft auf, weil nicht da noch ein Billigbäcker ist und noch... Da werden ja, aber wie schaffst du denn das Klima, indem du den Geld anbietest? Oder? Leute, hallo. Was bedeutet denn fördern? Günstige Mieten? Nee, das kann man für... Also, ich denke, dass hier wirtschaftlich gebracht ist, eigentlich ziemlich gut dastehen. Es ist für mich eher die Frage, wie wird mit den Geldern gegangen, wie das vorhanden ist. Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben, denen jetzt Angebote zu machen, sich zu verkleinern, sage ich mal, da wird kein Unternehmer mitmachen, die werden sagen, nee Leute, dann ziehen wir ab. Und das ist ein Druckmittel, das sie immer wieder haben.
Ich bin jetzt wirtschaftlich nicht derjenige, der sagen könnte, ich weiß, ich habe den absoluten Durchblick, aber ich kenne Leute, die den Durchblick haben und mit denen werde ich mich zusammensetzen. Ich für meine Person weiß, dass jemand, der hier ständig propagiert, Wirtschaft und Wachstum, sei immer noch möglich, den halte ich mittlerweile für sehr unglaubwürdig. Ich denke tatsächlich, dass es viel wichtiger ist zu schauen, wie geht es den Leuten in den einzelnen Betrieben. Ich würde mal hinschauen wollen, hey, ihr macht hier so große Umsätze, was hat denn der Mensch davon, der hier im Posteingang arbeitet? Wie geht es denn denen damit? Oder wie geht es eigentlich den ganzen Managern? Und wie sieht es eigentlich dann mit der Verantwortung aus? Ich denke, wenn wir dort in Richtung Transparenz weiterarbeiten und nicht nur immer nur propagieren, tolles großes Unternehmen, egal welches Unternehmen das jetzt ist, wie sie eigentlich hier angesiedelt haben, ja mein Gott, das ist doch ein Prestige, ein Auftreten nach außen, ein schönes Signal setzen, toll, wir sind ja hier alle so prima, aber ich würde sehr gerne wissen wollen, wer hat Verantwortung für welche Entscheidung und wie geht es den Mitarbeitern tatsächlich, vielleicht sogar noch ein Stück weiter gedacht, wie geht es den Familien mit den Mitarbeitern, gibt es denn auch Möglichkeiten, dass die Familien sich wirklich entwickeln können? So, vielen Dank für die interessanten Antworten. Jetzt hat jeder noch 2 Minuten Zeit für ein kurzes Abschlussstatement. Na, wie undankbar war ich zuerst. Im letzten gönne ich jetzt schon alles. Also ich bedanke mich sehr, es war sehr aufregend. Ich habe vielleicht jetzt nicht so aussah, manchmal etwas mit geschützten Händen bekommen. Ich wusste manchmal nicht, ob ich jetzt hier irgendeinen Kandidaten, ich habe mich zurückgehalten. Und ich danke Ihnen, danke euch allen und ja, freue mich, egal wie es weitergeht, wie auch immer ich unterstützen mag. Dankeschön. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken für die Offenheit und überhaupt, dass dieses Forum hier stattfindet. Das ist für mich schon ein sehr positives Zeichen, dass wir Menschen miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Und das ist im Grunde genommen meine Haltung, die ich habe. Egal was, mir kann mir alles an den Kopf geschmissen werden, es ist mir vollkommen egal. Ich bin für alles offen und versuche zuzuhören und versuche aber auch einen gewissen Standpunkt zu sagen. Aber letztendlich geht es mir darum, dass im Grunde genommen jeder Mensch versucht mitzugestalten. Und da finde ich die Piratenpartei momentan eine Bewegung, die dies unter anderem mit unterstützt. Und da bin ich sehr auf dieser Seite. Danke. Ja, ich würde mich für das zahlreiche Erscheinen bedanken und ich bedanke mich auch bei den Kandidaten, denn einer von uns wird schließlich die Alternative zu den etablierten Parteien sein und ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Ja, ich sage auch noch Danke, mach es mal ganz kurz, weil die anderen haben sich auch schon bedankt. Ich würde noch mal gerne vielleicht zwei Statements zum Abschluss so in den Raum werfen. Also ich wünsche mir, weiterzugehen bei der Abstimmung. Weil eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor, was dann kommt. Also ich weiß, dass ich nicht gewachsen wäre. Was ich ein bisschen schade fand, war, es ist zu kurz gekommen, wer kann eigentlich wirklich was in den Wahlkampf einbringen? Wie viel Zeit, etc., dies, das, jenes. Das ist das eine Thema, was mir ein bisschen kurz gekommen ist. Zum Zweiten, ich würde am liebsten deswegen Zweiter werden, dann kann ich mir sagen, okay, du hast dich engagiert und ich kann auch danach entscheiden, wie engagiere ich mich noch weiter. Aber eigentlich möchte ich diesen Wahlkampf nicht führen. Aber da ich mir nun mal gesagt habe, okay, ich sitze hier, wenn es so kommt, kommt es so und dann mit aller Macht. Eins möchte ich nochmal vielleicht korrigieren. Es soll nicht der Eindruck entstanden sein, es ist nicht mein Gedanke, mein Glaube, meine Art, wie ich mein Leben vollbringe, dass mir irgendwelche Unternehmen und Gelder und Haushalte am wichtigsten sind. Ich bin nur zutiefst der Überzeugung, man kann alle diese guten Dinge nur tun dann, und das ist meine Erfahrung, wenn man das Geld zur Verfügung hat, und das sage ich nochmal, ich bin jemand, der Ungerechtigkeit zutiefst verhasst ist. Ich bin jemand, der bis heute, also es sei denn, es sind irgendwelche organisierten Bettler, an niemanden vorbeigehen kann, so die Wiesbadener etablierten Penner, die wir alle kennen, um dem nicht was zu geben oder ihm Brötchen zu kaufen. Wenn ich heute dran denke, wie viel Glück ich gehabt habe in meinem Leben, dann bin ich manchmal sehr traurig, wenn ich Leute sehe, die dieses Glück nicht haben. Mit Schuld oder nicht, mal dahin gesehen. Ich bin sehr viel durch Asien gereist, ich habe wirklich Armut gesehen. Und ich würde das alles gerne ändern, aber mir ist bewusst, ich habe das getan in meinem Leben, was ich konnte. Und ich würde es gerne auf einer anderen Ebene noch tun, aber dafür brauchen wir erst nochmal das Geld, um hinterher zu sagen, wie geht es den Familien bei der Förster. Und deswegen habe ich das auch so betont und ganz ehrlich, in eurem Umfeld, obwohl ich weiß, ich hätte es bei euch ganz anders aufziehen müssen, habe ich das wirklich an erste Stelle gestellt, weil ich glaube,
Wirkung ist so am meisten zu erzielen. Und deswegen sitze ich hier, um Wirkung zu erzielen. Und dieses Gefühl, was ich am Anfang beschrieben habe, wir sind Wiesbaden, zu erwecken in den 200.000 plus Bürgern, die Wiesbaden haben. Und das wäre schön. Und die Wahlbeteiligung mindestens zu verdoppeln. Das wäre das Zweite. So, vielen Dank an die Kandidaten. Jetzt haben alle Zuschauer nochmal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Jetzt könnt ihr, jetzt können Sie nochmal zum Mikrofon rennen, aber bitte schreibt gleichzeitig. Und ein oder andere noch Fragen stellen. Bitte, so, gerne. Hallo, ich würde gerne mal wissen, mit welchen Verkehrsmitteln Fahrt zur Oberbürgermeister werden sollte, wer werdet ihr eure erste Fahrt ins Rathaus gehen? Ein Fahrrad. Zu Fuß. Sie gehen nach Wetter zu Fuß oder mit dem Bus? Ich würde auch zu Fuß laufen. Oder mich abholen lassen von der, ich weiß gar nicht, 7er BMW oder S-Klasse, um sie dann auch auszumustern, weil ich habe ja ein Auto mehr gekauft, das dann nächste Frage. Was meint ihr, wie könnte man Menschen in die Gesellschaft in Wiesbaden integrieren, die bisher auf der Strecke geblieben sind und sowohl finanziell als auch vielleicht mit anderen Problemen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ein Punkt, wo man das ja sehr gut sieht, ist diese dubiose Alkoholverbotszone am Platz der Deutschen Einheit, die ungefähr gar nichts gebracht hat. Das Einzige, was man dadurch erreicht hat, ist, dass man die Leute nicht mehr sieht. Die sind jetzt woanders, in der Ringkirche. Aber geholfen werden muss diesen Menschen immer noch. Wie man das wirklich erreichen kann, das sollte man vielleicht lieber den Markus fragen, der ist der Therapeut. Ich glaube, ganz konservativ gesprochen, ein ganz wichtiger Punkt, der den Menschen fehlt, ist ein Vorbild. Weil in der tagtäglichen Berichterstattung im Fernsehen, von Bundeskanzlerin bis Regierung bis Top-Management, bei Banken wohlgemerkt, sind keine Vorbilder mehr da. Und jeder kann das Argument immer verwenden, naja, wofür denn eigentlich? Ich glaube, es ist wichtig, bei uns anzufangen, dass wir gewisse Dinge wieder vorleben. Und es muss, und es tut es auch teilweise, eine neue Ethik und eine neue Moral einziehen, die diese Menschen auch mitnimmt, die ihnen wieder eine Hoffnung gibt. Und dann sind wir in der Lage, einige mitzunehmen. Es wird sicherlich immer welche geben, die wir nicht mehr mitnehmen können, wo es einfach auch zu spät ist, aber da sollten wir wenigstens eine Versorgung sicherstellen. Also ich glaube, Vorbilder sind das, was uns heute fehlt. Räume schaffen, wo Menschen sich treffen können, jedem Einzelnen, auch gerade die vielleicht sich ausgestoßen fühlen, das Gefühl, dass sie mitreden können, dass ihre Meinung wichtig ist, dass ihre Mitgestaltung gewünscht ist, dadurch, dass ein ganz anderes politisches Klima entsteht. Das sind unter anderem, ich denke, das ist ein sehr komplexes Thema, das nicht komplett ausgesprochen werden kann hier, aber das sind so einige Dinge, die ich fördern kann. Also Therapeut braucht man nicht, muss man nicht sagen, diese Frage zu beantworten, finde ich. Ich denke, jeder weiß relativ klar, wenn er ein Ziel hat und eine Vision hat, dann lässt er sich begeistern und macht sich auf den Weg. Wie gedenkt ihr sicherzustellen, dass ihr immer nah an der Basismeinung seid, wenn ihr OB seid? Der Piraten oder der Bürger? Der Piraten sowohl als auch der Bürger. Zum Beispiel durch solche Veranstaltungen wie hier wissen, dass wir einfach uns wirklich treffen und auch miteinander kommunizieren. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch gegensätzliche Sichtweise zu kommunizieren und auch in der Stadt unterwegs sein, präsent sein, die Menschen ansprechen, auf sie zugehen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sozusagen, dass sie den OB kennen. Ich habe den Herrn Müller noch nicht auf der Straße kennengelernt, obwohl ich gehört habe, er geht regelmäßig ins Harput und begrüßt dort alle. Aber so nicht nur dort, sondern irgendwo überall eben für alle Menschen irgendwie ein offenes Ohr zu haben und da zu sein. Könnte er mit der Lorschen begegnet sein. Ich gehe da sehr gerne oft hier ins Harput. Ich hatte die Idee, wie kann man Leute wirklich dazu bewegen, etwas mehr sich zu zeigen. Ich denke, was uns wirklich fehlt, ist ein Raum, wo wir uns begegnen können. Ich habe selbst in meiner Arbeit schon überlegt, einen Raum zu gründen, einfach nur als Raum der Begegnung. Der Achim hat das ja schon vorgemacht mit seinem
blauen Salon, wo man hingehen kann. Und ich denke, Bürgernähe entsteht wirklich in dem Moment, in dem man auch mit den Menschen, ja, die sich nicht abhebt und nur im Rathaus hängt, sondern vielleicht auch tatsächlich mal unter den Menschen sich aufhält, beziehungsweise, ich glaube, ich kann auch gar nicht in alles tun mit offenen Augen durch die Welt und ich sehe einfach, was los ist. Und dadurch hoffe ich mal, dass das reicht, um mich abzuheben und dann zu sagen, oh, ich bin ja OB, aber so schätze ich mich nicht ein. Ich denke schon, ein Raum der Begegnung sollte kultiviert und offen gestaltet sein, wo man sich treffen kann. Ja, also Punkt 1 ist, es muss natürlich ein Feedback installiert werden. Bietet sich an, eines der Instrumente, die die Piraten heute verwenden, um von den Bürgern als auch von den Piraten, um das zu verbinden, Feedback zu bekommen. Und ich hatte es in meinem Fragebogen schon angegeben. Man kann nicht, weil die 84-jährige Erna aus Glockenheim anruft und sagt, der Bordstein ist zu hoch, sich darum kümmern. Ich will jetzt mal bewusst so ein fieses Beispiel. Oder da ein Hund immer dahin macht. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, eine Schnittmenge zu finden, die wichtig für die meisten ist, mit dieser Schnittmenge was zu verändern und zu erreichen für alle wiederum. Das heißt, das Schwierige ist wahrscheinlich der Ausleseprozess und da bieten sich Instrumente, elektronische als auch aber persönliche Begegnungen, Bürgersprechstunde, dies, das, jenes. Aber ernst gemeint natürlich, also man muss dann auch zuhören. Das ist, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten, wenn dann jemand kommt, der ein Thema hat, wo man wirklich denkt, naja, meint er das jetzt ernst? Das ist so klein und winzig im Verhältnis zu dem, was die Stadt eigentlich braucht. Wo setzt man da das Maß an? Wie wichtet man das? Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, an dem Feedback das zu bewerten, aber man muss es einfach tun. Und da gute Instrumente zu installieren und auch ein gutes Team zu haben, was da auch mit einem geht, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass man vor allem die Bürger ins Boot holt, dass die auch einfach anfangen, sich einzubringen und war was, Markus? Achso, war keine Meldung. Dass man halt einfach versucht, die Bürger abzuholen, dass diese auch Interesse zeigen, denn man kann mal so viel Feedback verlangen, wie man möchte. Wenn von den Bürgern keins kommt, kann man nicht drauf eingehen. Sehr schön finde ich die aktuelle Entwicklung, dass Wiesbaden ja jetzt eine Lime-Survey-Instanz eröffnet hat. Das ist, finde ich super, meine Begeisterung ist groß, aber der Schritt geht einfach noch nicht weit genug, denn damit erreicht man ja nur einen kleinen Teil der Wiesbadener Bevölkerung. Gerade die Leute, die halt wirklich aktiv online sind und die sich mit dem Thema auseinandersetzen und sowas halt auch direkt mitbekommen. Ich habe das auch über die Mailingliste erfahren zum Beispiel. Die ganzen Leute, die nicht im Internet-Zeitalter groß geworden sind, sondern davor, an denen geht sowas spurlos vorbei. Und da brauchen wir halt auch einfach noch Methoden, um die abzuholen. Eine andere Methode wäre, dass man die Bürgeranträge nicht mehr bei der Fraktion aufhängt, sondern einfach eine Etage drüber, bei der Stadtverordnetenversammlung. Auch die nächste Frage. Das klang ja vorhin bei Hans-Jörg schon ein bisschen durch, aber ich glaube, das ist ein Thema bei jedem, weil nicht jeder kann 100% mit allem, was wir Piraten so intern irgendwann mal beschlossen haben, übereinstimmen. Was sind eure persönlichen Punkte, mit denen, die euch aufgefallen sind, mit denen ihr mit den Piraten nicht übereinstimmt, die euch aufgefallen sind? Also was ich hier schon beobachtet habe, gerade bei Christoph, wo ich das Gefühl hatte, dass er nicht zuhört, das finde ich ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, auch wenn man eine gewisse Meinung hat. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich mit den Piraten sehr freundlich bisher aufgenommen worden und danke dir auch, Christoph, dass du mich da eingeladen hast zu der Veranstaltung und auch das online gestellt hast. Und auch in online, als ich da auf der Piratenseite war, bin ich da in den Chat gegangen und wurde sofort begrüßt und um Hilfe angeboten. Das fand ich sehr, sehr positiv, wo ich einfach sehe, dass ganz viele Leute, ob sie eine Position haben oder nicht, Verantwortung übernehmen und versuchen weiterzuhelfen. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich finde wichtig, gerade für eine Partei, für jede Partei und aber auch für die Piratenpartei, die demokratisch sein möchte, dass Zuhören ist für mich die höchste Qualität. Und Zuhören heißt für mich erstmal ganz offen sein, seine Meinung fallen lassen und danach darüber verdauen. Aber du hast doch gerne gefragt, was du nicht... Weil ich glaube, die Frage zielt auf Inhalt. Du nicht? Genau. Ja, ich habe eine Art beantwortet. Also, ich hatte den, ja, das stimmt überein, ich hatte geantwortet, aber wenn es nochmal um diese 11 Punkte geht, diese Prospection, kann ich diesen 11 Punkten allen zustimmen.
Da habe ich jetzt bisher keinen Punkt gefunden, den ich nicht zustimme. Das ist das Einzige, was mir heute aufgefallen ist. Also mir ging das so, dass die Piraten kamen auf mich zu, durch einen Bekannten habe ich mich erst einmal sozusagen mit meiner Stimme, mit meiner Haltung geoutet und dann festgestellt, hat er gesagt, komm mal zu, hast du das Programm der Partei gelesen? Weil genau das ist das, was wir denken und wir unten und das, was wir umsetzen wollen. Und dann kam als dritte Frage eigentlich schon, man kann sich dir vorstellen, kannst du kandidieren, etc. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht, welche Punkte ich nicht zustimme. Also ich sehe mich da sehr, ich sehe die Partei, wenn ich mich jetzt mal nach vorne stellen würde, sage, die wird hinter mir stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich stehe auch hinter dem Parteipunkt der Partei. Also ich wüsste jetzt nicht irgendwo im Dreck wühlen und sagen, oh, da ist aber doch was, jetzt habe ich ja doch noch was gesagt. Also ich habe echt nichts gefunden. Ich stehe nicht nur hinter den 12 Programmpunkten der Wiesbadener Piraten, sondern auch hinter den Programmen auf Landes- und auf Bundesebene. Und sollte mir daran irgendwann etwas nicht gefallen, dann bin ich so frei, es einfach zu ändern. Wir sind die Machtpartei. Also ich oute mich da jetzt. Da gibt es ja auch verschiedene Diskussionen, die ich verfolgt habe. Ich bin nicht für das bedingungslose Grundeinkommen. Ich bin dafür, dass jeder ein Grundeinkommen haben sollte. Es darf auch nicht an den Maßstäben, wie es derzeit ist, teilweise menschenverachtend stattfinden. Aber das Wort bedingungsloses Grundeinkommen, was ja sehr kontrovers diskutiert wird, auch innerhalb der Piraten, dem stimme ich nicht zu. Und generell muss ich sagen, ist mir manchmal die Sichtweise zu schwarz und weiß. Gerade diese Gruppe oder diese Gruppe oder diese Gruppe. Es gibt da sehr viel mehr Schichten, glaube ich, und man muss es oft etwas differenzierter tun, als die Piraten das tun. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird sich das auch etablieren, denn ihr seid in einem Veränderungsprozess, der wahnsinnig interessant ist im Moment. Und ich glaube nur, euer Anspruch, und das ist mal jetzt einfach so ein Statement in den Raum. Früher habt ihr gesagt, wir wollen stören oder wir wollen Sand in den Betrieben sein, das reicht nicht mehr. Jetzt müsst ihr nachlegen und da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber ich glaube, das wird kommen, ich hoffe, es ist ganz stark. Ihr habt ja alle gesagt, ihr wollt die Bürgerbeteiligung stärken. Wäre es für euch ein gangbarer Weg, in den Stadtgremien, Stadtverordnetenversammlungen, Ortsbeiräten, den Bürgern mehr Rederecht einzuräumen, also zu jedem Themenpunkt obligatorische 5 Minuten? Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja. So, und ich jetzt, ne? Ja, klar. Das war eine kurze Runde. Nächste Frage, ja. Gut. Ich frage dann jetzt noch einmal jeden von euch, welche Leichen hat er noch im Keller, von denen er nicht geredet hat? Das ist Teil 1 von der Frage. Teil 2 ist, wie gedenkt ihr damit umzugehen, wenn diese Leiche dann doch entdeckt wird und ihr schon mitten im Wahlkampf oder sogar schon Oberbürgermeister seid? Ich bin bereit, mich eine Leiche bewusst oder unbewusst zu stellen. Ich sehe jetzt keine Leiche, die ich im Keller habe. Und wenn immer eine kommt, werde ich mich der stellen. Ja, jetzt nicht mehr, weil die heute ausgegraben worden ist. Also, wenn mich vor, muss ich mal rechnen, 24 Jahre, die man in Reisinganlagen beobachtet hat, Fotos gemacht hat, ja, dann bin ich echt am Arsch. Also ansonsten. neige ich bei Nervosität dazu, mich eher zurückzuziehen. Ich bin eigentlich hier schon recht gut gefordert, aber ich würde ganz gerne ein bisschen mehr nach außen treten. Vielleicht in deiner Schlafbewandtschaft, aber ansonsten wüsste ich das noch spontan keinen. Gibt es bestimmt Therapeuten irgendwie, der. ich hatte in etwas jüngeren Jahren auch so eine wilde Zeit in den Parks von Wiesbaden. Das lässt sich nicht leugnen. Davon ab gibt es noch eine sehr unangenehme Geschichte in meinem Leben, die ich hier auch gerne erzählen kann. Ich habe eine Zeit lang aktiv Musik gemacht und ich durfte ein Konzert in Hamburg nicht spielen, weil irgendeine nicht so nette Person im Internet behauptet hätte, wir wären irgendwie bei den Rechten unterwegs, weil das T-Shirt eines unserer Gitarristen ihnen nicht geschmeckt hat. Also kein Fuß bei den Nazis, möchte ich dazu sagen.
Also, Fotos gibt es nicht von den Eisenanlagen, weil ich habe die damals gemacht und stand hinter der Kamera. ich bin zu schnell gefahren, habe jetzt hab 3 Wochen keinen Führerschein, um das zu beichten. Ich glaube nicht, dass das relevant ist. Ja, im Gegensatz zu der sicherlich löblichen Absicht, Wiesbaden reich und berühmt zu machen, auch im Ausland, passiert laut Statistiken im Moment eher das Gegenteil. Es ist eine schleichende Verarmung in einigen Stadtteilen zugange, die also nicht besonders positiv ist. Also die Obdachlosensituation, die sich immer wieder verlagert, ist nur das äußerste Beispiel, also das sichtbarste Beispiel, das man sehen kann. In dem Zusammenhang wird ja durchaus auch, wie bei, vorhin angesprochen, bei den Piraten diskutiert, über das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich würde jetzt mal gerne wissen, also im Bereich Sozialpolitik, wie die einzelnen Kandidaten so drauf sind. Also jetzt A, auf das bedingungslose Grundeinkommen bezogen, aber auch allgemein auf die Sozialpolitik und auch auf die Sanktionspolitik, zum Beispiel der Jobcenter, das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil dann, wie das so gesehen und wahrgenommen wird. Also dazu mal eine deutliche Aussage. Bitte, an alle. Du kannst anfangen. Ja, das Thema, bei dem ich mal hin und her gehe, weil es gibt das eine oder andere Beispiel. Um das relativ einfach zu beantworten, du hast ja so ein bisschen meinen Zirkel mit reichen Grund aufgenommen, was natürlich ein bisschen ironisch ist, ganz klar. Aber durchaus auch ernst gemeint. Ja, wenn wir es uns leisten können, für die Obdachlosen zu sorgen, besser zu sorgen, sofort, gerne. Wenn wir die reintegrieren können, würde ich alles dafür tun, auch persönlich, um dieses Thema anzugehen. Das bedingungslose Grundeinkommen lehne ich ab, habe ich auch klar gesagt, Grundeinkommen gerne. Und immer muss der Mensch geachtet werden. Und ich habe es gesehen, ein persönliches Beispiel. Meine Großmutter hat in Deutschland gut aufgebaut, die ist 1980 geboren. Die Urgroßmutter hat noch gelebt, das sind die typischen Menschen, die beschränkte Bildung hatten, keinen tollen Job etc. Und als sie dann irgendwann die Rente gekriegt hat, hat sie irgendwann nicht mehr gereicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt mach dir mal keine Sorgen, Else, also meine Mutter und ich, wir kümmern uns ja um dich. Und sie gesagt, nein, ich war mein Leben lang eigenständig, ich war eine sehr moderne Frau immer und ist dann auf das Amt damals in Taunusstein gegangen und hat gesagt, was muss ich tun, wenn mein Geld nicht mehr reicht? Und das Ergebnis war, dass ich sie 3 Stunden später zum Kaffee trinken heulend zu Hause aufgefunden habe, weil sie einfach von den Fragen und der Massivität, wie damals schon diese Person vorgegangen ist, so schockiert war und die Welt nicht mehr verstanden hat. Das ist dann natürlich so geändert, dass meine Mutter und auch ich das übernommen haben. Aber das ist ein Erlebnis, ein persönliches. Ich habe meine Großmutter, glaube ich, außer dem Tod meiner Großmutter niemals weinen sehen. Da hat sie geweint, nachdem sie auf diesem Amt war. Und das ist etwas, was ich nicht möchte, dass es irgendeinem Menschen zugemutet wird. Aber es darf natürlich nicht so sein, und da versuche ich eine Balance zu finden. Das ist eine der Fragen, die mich sehr beschäftigt, auch persönlich, auch von meiner moralischen und ethischen Einstellung. Wie setzt man da die Waage an? Aber sie darf auf keinen Fall nur zu der einen Seite tendieren. Aber die Balance muss mehr zu der Seite tendieren, als es im Moment tut. Ich bin ganz klar für das BGI. Über welches Modell? Da kann man sich natürlich sicher trefflich streiten, denn die sind alle unterschiedlich gut oder schlecht. Ich bin gegen die Sanktionen der Jobcenter, einfach weil ich das nicht nachvollziehen oder gutheißen kann, dass dadurch versucht wird, Menschen zur Arbeit zu zwingen. Das ist menschenverachtend, das kann nicht sein. Darüber hinaus bin ich im Bereich Sozialpolitik nicht derart sattelfest, dass ich dir jetzt einen umgreifenden Überblick verschaffen kann. Das bedingungslose Grundeinkommen, denke ich, ist noch diskussionswürdig und sollte auch noch weiter im Gespräch sein. Was wichtig ist, auch möglicherweise durch eine finanzielle Wertschätzung jeden einzelnen Menschen erstmal dafür zu wertschätzen, auch finanziell, dass er in dieser Stadt lebt und dass er dieses Gefühl bekommt, dass er hier wichtig ist und dass er gebraucht wird. Und dieses Klima, das fehlt mir durch diese starke Auto- und Globalisierung, die in Wiesbaden so voranschreitet. Natürlich Wiesbaden auch ein Beispiel, dass wir hier in einer Stadt leben, wo es uns sehr, sehr gut geht, wo ein Karstadt erweitert wird, wo in anderen Städten der Karstadt zumacht. Das heißt, dadurch entsteht natürlich bei vielen Menschen auch so ein Gefühl des Mangels, weil sie immer nie das erreichen können, was sie eigentlich vielleicht, weil sie das Gefühl hätten, sie müssten das kaufen und verbrauchen, um ein Teil der Stadt zu sein. Und dadurch würde ich gerne
das Klima in der Stadt insgesamt durch viele Räume und auch eben durch Freiflächen und dadurch natürlich auf die Menschen zuzugehen, bei den Menschen. Ich kann natürlich jetzt auch sehr viele kleine Beispiele nachzeigen, wo ich mit einzelnen Personen sehr viel zusammengearbeitet habe, aber politisch gesehen ist es für mich ein, oder ich sag mal, in größerem Rahmen ist es für mich gesehen, Freiräume zu schaffen und auch Menschen finanziell durchaus den Grundeinkommen Geld zu schenken. Also verwaltungstechnisch muss in den Arbeitsämtern, Jobcentern und alle Schriften dermaßen aufgeräumt werden. Ich habe so oft mit Geld zu tun, die sagen, Geld ist nicht verantwortlich, Geld ist nicht verantwortlich, von Tür A zu Tür B geschickt, Grünzettel ausgefüllt, Grünzettel nicht ausgefüllt. Leute, das, also da bin ich hundertprozentig sicher, das muss weg. Und wenn ich als OB oder irgendjemand als OB mit 120.000 Euro im Jahr keine Leichen im Keller habe und sage, oh, damit komme ich klar, also das Geld, also ich habe mich mitbekommen, aber Leute, was verdient der? Das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich mir überlege, was andere verdienen, also das ist sowas von dermaßen überzogen und ungerecht, No-Go, ist ein absolutes No-Go. Und da kann man wunderbar bei der Verwaltung ansetzen, weil die, die damit umgegangen wird, ist Ass. Also ja. Die Gelder fließen einfach nur weg und kein Idiot weiß, oder doch, Idioten wissen es am Ende, wo das Geld überhaupt hinfließt. Das kann nicht sein. Also, so, und dann geht man zu den Obdachlosen und unterhaltet euch schon mit denen, was sie für Probleme haben. Dann erfahrt ihr auch die Lösung. Ich bedanke mich dann allgemein für die Antwort. Vielen Dank. Ja, wir hüpfen hier so ein bisschen durch die Themen, aber ich glaube, das ist ja so gewollt bei dieser Runde. Was könnten Argumente für eine Überwachung mit technischen Mitteln, zum Beispiel Kamera, in der Stadt an bestimmten Orten sein? Für? Zum Beispiel Vögel zu beobachten, die Geburt und die Nester zu beobachten, wie die Vögel ausstecken. Das wäre für mich der einzige Sinn, Überwachungskameras aufzustellen, das im Internet dann auch live vorzuführen. Das ist bestimmt biologisch interessant. Aber ansonsten sehe ich Überwachungskameras als einen Hinweis, dass eher Gewalt in der Stadt gefördert wird, weil diese Beobachtung subtil, auch wenn man sie nicht merkt, auf die Menschen wirkt. Also für mich sind Überwachungskameras abzuschaffen. Ja, ich habe mich mit der Frage auch beschäftigt und ich bin dann in diesen dunklen Räumen hängen geblieben, wo ich mir dachte, wenn jetzt hier keine Überwachungskamera ist, wie gehen die Frauen damit um, aber haben die wirklich die Sicherheit? Also ich denke, Überwachungskameras sollen einfach nur uns eine gewisse Sicherheit vorgaukeln, die es im Grunde gar nicht gibt, weil es gibt genug Überwachungskameras, die genügend Müll aufgezeichnet haben, der trotzdem nicht nachvollziehbar ist. Also ich halte davon auch nicht viel. Danke. Ich bin ganz klar gegen Überwachungskameras und diese Überwachungswahn, die müssen ein Ende haben. Stattdessen hätte ich lieber mehr Polizisten und auch Stadtpolizisten, die verorten sollen. Ja, ich bin auch total dagegen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Also ich finde, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, schwarz-weiß, Malerei. Tatsache ist, mehr Menschenpräsenz, mehr menschliche Präsenz ist sicherlich förderlich. Und die eine oder andere Kamera, die muss auch nicht sein. Aber ich bin immer noch hin und her gerissen, habe mir dazu keine Meinung gebildet. Ich kenne die Untersuchungen etc. auch an bestimmten Punkten nicht einfach jemand abgeschreckt wird, dadurch, dass dokumentiert wird, dass er etwas tut. Und damit ist nicht gemeint, dass er jetzt ein Arschpfeifchen raucht oder sonst irgendwas macht, sondern dass da tatsächlich mal was passiert. Und sicherlich muss es eingeschränkt werden, mehr persönliche Präsenz, Polizei etc., dies, das, jenes. Aber im Einzelfall, also ich bin noch nicht so weit zu sagen, alle weg. Vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. So, angesichts der Uhrzeit machen wir jetzt mit Bernd die letzte Frage. Was? Also, letzter Aufruf, wer noch eine Frage hat, möge sich jetzt bitte aufstehen. Oh, da muss ich aber noch auf Toilette. Also meine ist, ich möchte, dass sie kurz gehalten wird. Meine Frage lautet, habt ihr ein persönliches Vorbild? Wer ist das und warum hat es euch so beeindruckt? Darauf kann ich ganz knapp antworten. Nein, ich habe kein persönliches Vorbild. Also eines meiner Vorbilder ist Alfred von Herrhausen, weil es der letzte Manager der Finanzbranche war, der sich um die dritte Welt wirklich gekümmert hat
und Pläne hatte, das zu lösen. Und das wünsche ich mir wieder, dass es wieder dahin geht. Für mich ist seine Heiligkeit Dalai Lama ein Vorbild, weil er für mich ein mitfühlendes und tolerantes und weltoffenes ausstrahlt. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel gerne als Oberbürgermeister die Tradition fortsetzen, dass seine Heiligkeit regelmäßig wieder in Wiesbaden eingeladen wird und hier sprechen soll. Wunderbar. Ja, ich habe mich gestern Abend mit ihm unterhalten, nach Achim Exner. Was soll ich sagen? Also ich komme mit dem Kerl ganz gut aus und bin gut. Das, was der Mann vor 20 Jahren versucht hat umzusetzen, hat mir da schon ganz gut gefallen. Nicht jede Richtung hat mir gefallen, aber wenn es die Frage beantwortet, wer ist so ein bisschen mein politisches Vorbild, dann würde ich sagen, bitte ein. Wie positioniert ihr euch zum Thema Stadtbahn? Ich glaube, ich würde jetzt erstmal die Busse stärken, bevor eine Stadtbahn kommt. Ja, es ist mir die Frage, wen ich anbinden kann. Also ich würde auch sagen, dass wir erstmal uns um die Busse kümmern sollten und so eine Stadtbahn, ich meine, ein öffentliches Verkehrsmittel so ein bisschen als Prestigeobjekt auch zu nutzen und vielleicht Werbung für den westlichen ÖPNV zu machen, fände ich an der Stelle ziemlich gut. Und wenn die Situation es zulässt und auch Verkehrsanbindung dadurch stattfindet, auf jeden Fall. Wer hat eigentlich dieses Ding hier eingeschaltet gerade? Überwachungskamera. Also ich bin dafür, dass die Ahrtalbahn wieder fährt. Die liegt auf der Strecke, von dem, was dann auch die Stadtbahn werden soll. Die wirklichen Studien zur Stadtbahn, die habe ich leider nicht gelesen und kann dementsprechend auch qualifiziert nicht zusagen. Also ich habe da auch keine Meinung zu und verfüge nicht über die Informationen und jetzt wirklich was zu sagen. Spreche das Mikro. Ich habe keine Meinung dazu, weil ich nicht genügend informiert habe über dieses Thema. Ich sehe das auch nicht Prio 1, um ganz ehrlich zu sein. So, der eine oder andere hat ja schon gesagt, mehr personelle Präsenz anstelle von Kameras ist gut, finde ich auch. Ob das jetzt Ordnungsbeamte sein müssen oder Landesbeamte, darüber kann man streiten. Wie seht ihr das denn, dass in der Wiesbadener Innenstadt mittlerweile Ordnungsbeamte, also Beamten, also Angestellte vom Ordnungsamt mit Handschellen, Schlagstöcken und Tränengas unterwegs sind? Das kann man natürlich so und so sehen. Also auf der einen Seite ist das im Vergleich zu früher natürlich eine ganz krasse Aufrüstung. Auf der anderen Seite sehe ich das relativ gelassen, wenn die meinen, die brauchen so viel zum Selbstschuss. Ich sehe das Thema sehr kritisch, weil ich nicht glaube, dass die genügend relativ ausgebildet sind, um wirklich auch einzugreifen. Ich würde mir stattdessen Polizeibeamte wünschen oder eben ein bisschen defensiv aufgerüstetere Stadtbeamte. Man muss dazu sagen, dass die auch, Richard, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, doch manchmal recht forsch auftreten. Unnötig forsch. Gut, unnötig forsch, also das sehe ich sehr, sehr kritisch. Polizei, Freund und Helfer sollte auch so auftreten, dass ich das als Mensch das Gefühl habe, ich möchte sie ansprechen und möchte mit ihnen in Verbindung sein. Und so eine Uniform und Waffen natürlich gehören überhaupt nicht dazu, sollte es geben. Also mich interessiert erstmal die Ursachen der Straftaten, wo hinkommt der, na gut, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, der gute Mensch vom Weißen Ring, der sich für den Opfern befasst. Da würde mich mal interessieren, was dahinter steckt, wie es dazu gekommen ist. Im Großen und Ganzen geht es mir immer so ein bisschen merkwürdig, wenn ich einen grünen Uniformierten sehe mit Schlagstock und Waffe. Ich finde das nicht sehr förderlich. Ordnungsamt, weil das kam eben schon mal auf. Also selbst wenn das Ordnungsamt so auftritt, ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass irgendwo wirklich was nicht stimmig ist. Und ich würde mir da lieber die Ursache anschauen wollen und versuchen, daraus hin eine Lösung abzuleiten. Die amerikanische Armee findet ja ihre neue Heimat jetzt in Wiesbaden durch ihren neuen Stützpunkt hier, also ihre Zentrale. Und wenn ihr Bürgermeister wärt, wie würdet ihr persönlich damit umgehen? Also wenn ich im Öffentlichen bin, muss ich eine echte Karriere diplomatisch sagen.
Wenn ich im Rad unterwegs bin und ich fahre dann immer dort hinten an den ganzen Siedlungen vorbei und ich sehe die Amerikaner, ich habe jetzt mit Menschen, begegne ich eigentlich allen recht offen, aber wenn so eine Großmacht sich so darstellt und so etablieren möchte und dann in Wiesbaden so auftrumpft, ich kenne da zu wenig Zusammenhänge, wieso es eigentlich dazu gekommen ist. Es war vor 20 Jahren schon mal der Fall, da gab es mehrere Amerikaner auch in Wiesbaden, die sind wieder abgerufen worden, jetzt kommen sie wieder zurück. Was für die entscheidenden Schilde, was steckt dahinter? Also ich habe da noch kein klares Meinungsbild, dass ich öffentlich tun kann. Für mich persönlich ist es ein deutliches zu viel. Ja. Sie sollten sich genauso integrieren wie jeder andere auch. Das heißt, die starke Abgrenzung, die dort stattfindet, dass im Grunde genommen zwei Welten aufeinanderbrechen, die muss auch gelöst sein. Auch wenn das Sicherheitsbedürfnis der Amerikaner dadurch vielleicht irritiert wird. Aber für mich sind natürlich jeder Amerikaner willkommen als Mensch, aber diese starke, wie soll ich sagen, Präsenz und Abgrenzung gegenüber der Stadt und den Menschen, die würde ich gerne auflösen und verändern. Ja, auch da gibt es zwei Wahrheiten. Die eine Wahrheit ist natürlich die, ich würde mal versuchen zu schauen, ob es nicht mehr Möglichkeiten gibt, das Ganze zu vernetzen. Denn leider ist es ja so, dass bis auf den gastronomischen Beitrag der US-Amerikaner, die hier stationiert sind, nichts stattfindet. Also ihr eigenes Benzin, ihre eigenen Nahrungsmittel, dies, das, jenes, kann da eine engere Vernetzung stattfinden. Ich würde auch mal dahin schauen, in die Städte, wo jetzt gerade die Amerikaner weggehen, also Kaiserslautern, andere Städte, was passiert da eigentlich und wie reagieren denn die Oberbürgermeister in den Städten, wo die Amerikaner weggehen. Und das ist ein Teil der Antwort auf die Frage. Also ich finde, auf der einen Seite treibt es die Mieten hoch, weil speziell die Offiziere, die hierher kommen, natürlich ganz gut situiert sind von ihrem Mietzuschuss her. Auf der anderen Seite belebt es die Stadt, also das ist sehr schwierig. Die Abgrenzung wirklich aufzuheben privat wird aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein. Insofern, ich denke, wir sollten damit leben und versuchen wirklich, solche Dinge wie Freundschaftsfeste oder Konsum enger zu vernetzen. Ansonsten habe ich da keine Meinung zu. Ich habe einige Freunde und muss sagen, grenzt sich jetzt nicht sonderlich an. Ich finde eine derart starke Militärpräsenz hier in Wiesbaden eigentlich relativ bedenklich. Ich befürworte das nicht, aber als Oberbürgermeister bin ich erstmal an bestehende Verträge gebunden und kann daran nichts ändern. Und das menschliche Problem lässt sich wunderbar durch Inklusion lösen. Da wir den Raum nur bis 17 Uhr haben, also hinter Günni war eigentlich jetzt schon Schluss gewesen. Jetzt kommt doch noch die drei kurz. Ja. Wir haben sonst ein hartes Zeitproblem. Was ist jetzt die vorletzte Frage? Sie sollen doch die einfach an einen stellen und fragen vielleicht. Frage an alle und es ging heute und hier viel um den Menschen, um den Bürger und andere Termini in dem Bereich. Ich möchte keine philosophische Diskussion anregen, sondern eine kurze Aussage von jedem der Kandidaten, seine persönliche Aussage, was ist das Wesen des Menschen, ist die Frage. Oder die anders formuliert, die eine Qualität, die den Menschen ausmacht. Die eine Qualität, die den Menschen ausmacht, ist ganz klar Menschlichkeit. Also ich bleibe dabei ein, ich finde Spaß an der Individualität. Von seiner Wesen, seiner Essenz ist nämlich der Mensch mit fühlende Weise. Achtung, das ist er. Seine Neugier und seine Schaffenskraft. Vielen Dank. Meine letzte Frage geht nur an Hans-Jörg. Ich habe ja von allen die Fragebögen durchgelesen. Und Hans-Jörg, bei dir ist so immer durchgeschwungen, du möchtest immer gerne einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das hast du heute auch erzählt. Wie willst du das erreichen? Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, entweder sparen oder Einnahmen erhöhen. Und wo siehst du das? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das habe ich sogar zum Teil schon beantwortet. Verwaltungsprozesse entschlacken,
die Subventionen streichen, natürlich nur die, die auf kommunaler Ebene sind. Und ich glaube, dass da einiges an Geld frei wird, was gut verwendet werden kann. Ich glaube, das reicht, um viel Gutes zu tun. Ich glaube, wir haben alle gar keine Vorstellung, wie viel das Geld in Wirklichkeit, wie viel Geld dort steckt. Und eine Bürgeranleihe rausgeben. Das war das Zweite, was ich gesagt hatte. Auf dem Finanzmarkt wunderbar, zu niedrigen Zinsen im Moment. Also billiger geht es nimmer im Moment. Wir können uns das Geld auch holen. Und da bei den 2%, 2,5%, ist es auch überhaupt kein Problem, eine Anleihe aufzunehmen, um etwas Schulden zu machen und damit Gutes zu tun. Ich glaube auch, dass wir wieder rausgehen werden. Dass wir auch Steuermehreinnahmen haben werden durch die Politik, die ich befürworte. So, vielen Dank an die Fragesteller und an die Kandidaten für die vielen Antworten. Wie geht es jetzt weiter? Die endgültige Kandidatenkür wird am 9.9. in Kadastal stattfinden auf dem außerordentlichen Kreisparteitag. Beginn ist 10 Uhr. Um jetzt im Kreisparteitag eine kleine Hilfestellung zu geben, machen wir jetzt ein Meinungsbild. Das läuft so ab. Jeder hat so viele Stimmen, wie es Kandidaten gibt. Das heißt, ihr könnt für einen Kandidaten stimmen, für zwei, für drei oder für vier. Ich rufe jetzt jeden Kandidaten alphabetisch auf und dann wird einfach offen abgestimmt, ob ihr dem Kreisparteitag diesen Kandidaten vorschlagt. Daraus wird dann eine Rangfolge gebildet und das wird dem Kreisparteitag als Empfehlung vorgelegt. Jetzt habe ich mitgekriegt, dass ich hätte Leute mitbringen müssen, glaube ich. Es darf jeder mitstimmen. Also wir dürfen auch stimmen, ne? Ja, natürlich, wir dürfen auch stimmen. So, erster alphabetisch ist Markus Klöß. Beste hier, nochmal kurz aufstellen. Markus, du bist gefragt. Markus, beste hier, aufstehen. Dann mal kurz auf und damit die Lehre. So, wer möchte aus einem Kreisparteitag Markus Klöß als Oberbürgermeister? Moment, kann ich ihm jetzt auch zwei Stimmen geben? Nein, ich habe nur eine. Du sagst es doch gerade, kann ich kann vier Stimmen geben. Ja, kannst bei jedem mitstimmen. Du kannst auch für dich stimmen. Das ist Quatsch. Also für ihn gerne. Tradition, ja? Der konservativen, wer war das nochmal? Wer ist dank seiner eigenen Stimme gewählt worden? 40 Stimmen für Robert Krause. Nächster wäre dann Oliver Peters. Für wen? Oliver Peters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stimmen für Oliver Peters und last but not least Hans-Jürg Thamann. Fehlt eine? Adenauer. Willst du nicht? Nee, das mache ich nicht. Möchte ich nicht. Wieso? Ach, okay. Das ist in Ordnung, Bruder. 4. Gezwungen. 15, 16, 17. 17 Stimmen für Hans-Jürg Thamann. So, damit wäre die Reihenfolge, wie sie dem außerordentlichen Kreisparteitag vorgeschlagen wird. Markus Klöß, Hans-Jürg Thamann, Robert Krause, Oliver Peters. Ich habe mir gewünscht, Zweiter zu werden vorhin. Erinnerst du dich noch? Dann möchte ich mich bei allen Kandidaten ganz herzlich bedanken, dass ihr alle hier wart und so einfach mitgemacht habt. Bei allen Zuschauern und Zuhörern, auch draußen am Stream. Und ich möchte hoffen, dass am außerordentlichen Kreisparteitag möglichst viele dann kommen. Und eine Bitte habe ich noch, bevor wir alle auseinanderlaufen. Es ist jetzt gleichzeitig auch verloren und da steht gerade einer von uns, hat einen Flyer und der wollte eine kleine Kiste bekommen.
Das heißt, wenn jetzt möglichst viele noch zum Stadthof gehen könnten und mithelfen könnten, das wäre jetzt mal keine Ressourcen. Ansonsten darf ich mich bei allen hier sagen.